Was? Ferienchaos 3? Oh Mann, das kann ja was werden bei uns. So, dann kann's ja losgehen in den Urlaub. Ich glaube, wir haben alles, oder Martin? Jo. Ach, dann gehe ich nochmal alles durch. Ich habe die Fenster zugemacht, die Waschmaschine ist aus, der Strom ist aus, zumindest im Wohnzimmer, Kühlschrank bleibt an. Ach, ich glaube, das wird schon gehen. Claudia, Schatz, mach dir keinen Stress. Das Taxi ist schon gerufen, alles ist hier in Ordnung zu Hause. Wir haben alles erledigt, wir haben sogar aufgeräumt, Fenster sind zu und jetzt geht's in Urlaub für Familie Vogel. Ich habe auch alles. Ich habe die Puppe und auch einen Rucksack und Onkel Stefan, der füttert doch die Katzen, oder? Also die Katzen, die füttert doch Onkel Stefan, oder nicht? Und apropos Rucksack, ey, ist das nicht mein Rucksack da, Emma? Den Rucksack, den habe ich von dir ausgeliehen, das geht doch, oder? Ja, okay, passt. Für den Urlaub, ist in Ordnung. Oh, ich habe mich gar nicht mehr richtig von Dave verabschiedet. Moment mal kurz, den rufe ich doch mal gerade an. Hanna, ihr habt euch doch erst gestern gesehen. Muss das jetzt wirklich sein? Nur ganz kurz, Mama. Also das Taxi ist doch noch nicht da. Ja, Dave, ich wollte mich doch mal von dir verabschieden, weil wir sehen uns jetzt hier eine Woche lang nicht. Okay, ja, ich melde mich dann auch mal aus dem Urlaub. Oh, es geht los. Leute, es hat geklingelt, das Taxi ist da. Hanna, auflegen, jetzt reicht es aber. Hey, wir wollen los. Leg du auf, Dave. Oh, das ist doch nicht. Hanna, sollen wir jetzt ohne dich in Urlaub? Nein, ich habe ja schon aufgelegt, komm ja schon. Schnell noch die Tasche und schon bin ich unterwegs. So, das wär's dann, glaube ich, Familie Vogel, oder? Alle Taschen sind raus, die ganzen Koffer sind raus. Jo, das wär's. Alles klar, vielen Dank. Und dann noch pünktlich, also sehr stark. Restgeld ist für Sie. Naja, über das Trinkgeld kann ich mich jetzt nicht beschweren, aber diese Familie ist echt anstrengend. Besonders dieser Julian, oh mein Gott. Oh, Mama, ist das dieses Schiff, mit dem wir jetzt Urlaub machen? Bleiben wir da die ganze Zeit drauf? Oh, das ist total groß. Ist das wirklich, Mama? Fahren wir damit in den Urlaub? Also, machen wir darauf Urlaub? Genau, Kinder, wir werden mit dem Kreuzfahrtschiff fahren in den Urlaub. Es wird nicht geflogen, wir fahren nicht mit dem Taxi großartig oder was auch immer. Nur dieses Schiff, das ist der Urlaub. Oh, meine Damen und Herren, darf ich etwas um Ruhe bitten? Hallo, keine Panik, Ruhe bitte. Oh, das kann ja wohl echt nicht sein. Das ist ja eine totale Unverschämtheit. Ja, es tut mir wirklich leid, aber ich muss Ihnen mitteilen, dass das Schiff überbucht ist. Ja, also der Reiseveranstalter hat da, ja, ziemlich, irgendwas nicht richtig gemacht. Also ein paar Leute müssen, glaube ich, hier bleiben. Also das ist ja wohl eine Frechheit. Ich habe schon vor Monaten mein Ticket gebucht und jetzt komme ich nicht auf dieses Schiff rauf. Also wenn jemand auf das Schiff darf, dann wohl ich. Ich werde mich definitiv beschweren. Oh, bitte beruhigen Sie sich. Wir versuchen es ja irgendwie hinzubekommen hier. Ich werde mich nochmal kurz schließen mit meinen Kollegen und dann rufen wir Sie vielleicht nochmal auf. Martin, hast du das gerade gehört? Es können nicht alle mit aufs Schiff, weil irgendwie zu viele Tickets verkauft wurden oder was auch immer. Es ist überbucht. Hoffentlich kommen wir drauf. Sie wollen sich doch jetzt nicht hier vordrängeln, oder? Stellen Sie sich gefälligst hinten an, nicht, dass Sie mir noch meinen Platz wegnehmen. Wir wollten uns nicht vordrängeln. Wir wollten uns nur mal anhören, was der Captain sagt. Wir stellen es schon hinten an, kein Problem. Na, das will ich auch hoffen. Immer diese dreisten Leute, was glauben die denn, wer die sind? Oh nein, Anna, sehe ich das gerade richtig? Wir sind in unseren Flitterwochen und da ist Familie Vogel. Oh nein, die gesamte Truppe. Claudia, Schatz, ist das nicht der Schulleiter von Hanna? Also der alte, der neue Schulleiter von Julian also? Der Herr Chillig? Sieh mal eine an, Familie Vogel. Na, was macht ihr denn hier? Ihr seid doch bestimmt nur hier, um jemanden abzuholen oder abzulassen. Ihr wollt doch bestimmt nicht mit, oder? Hallo, Herr Chillig. Hallo, Frau Zahl. Also, Frau Chillig. Oder wie heißen Sie jetzt? Naja, nein, wir machen hier Urlaub. Von wegen Urlaub? Wir haben keinen Urlaub dieses Jahr. Ich habe schon gehört, das Schiff ist total überbucht. Wir kommen bestimmt nicht drauf und ich bleib hier in Playmobil City. Toll. Was? Wir müssen wirklich hierbleiben? Oh, nicht schon wieder. Da, als wir in der Play Mallorca wollten am Flughafen. Und was machen wir dann hier in Playmobil City? Ha, Familie Vogel, Familie Pechvogel. Das gibt's doch nicht. Schon wieder können wir nicht hier in Urlaub. Das ist sowas von blöd. Oh Mann, ich dachte, wir können im Pool schwimmen und ein bisschen die Beine hochlegen und alles machen, was wir wollen. Und jetzt? Oh, sitzen wir hier fest. Och Kinder, Emma, bitte nicht weinen. Also wir wissen doch noch gar nicht, ob wir auf Bord kommen oder an Bord kommen oder nicht. Also wir wissen, es wird schon klappen. Es wird kein Ferienchaos. Nicht dieses Mal. Oh Papa, glaub mir, das wird nicht klappen. Mal wieder nicht. Können wir wenigstens dann vielleicht in Aquapark jetzt Urlaub machen oder so? Och Mann, das ist ein totales Chaos hier. Ich dachte, wir fahren in Urlaub, aber naja, dann kann ich mich ja vielleicht mit Dave noch ein paar Mal häufiger treffen. Ach Kinder, ihr müsst doch jetzt keine schlechte Stimmung verbreiten. Wir schaffen das schon, wir kriegen das hin. Wir fahren in den Urlaub und wir stellen uns jetzt hier an. Ganz normal. Wird schon klappen. Oh, das kann doch echt nicht wahr sein. Jedes Jahr fahre ich mit diesem Kreuzfahrtschiff und in diesem Jahr nicht. Das gibt's nicht. Ich will da drauf. Also sich aufzuregen, das bringt ja auch nichts. Also regen Sie sich einfach ab. Wir warten ab. Mal sehen, was noch kommt. Sie laufen ja immer noch hier rum. Wollen Sie sich jetzt nicht mal endlich anstellen? Mann, Sie wollen sich sicherlich vordrängen, aber bei mir kommen Sie nicht rein. Also hier ist anscheinend jetzt das Ende der Schlange. Dann wollen wir uns hier anstellen. Die sind ja wirklich ziemlich aufgedreht alle.
Schon gut. Beruhigen Sie sich. Fahren wir jetzt in Urlaub? Was ist denn jetzt? Bleiben wir jetzt hier oder fahren wir? Aquapark? Hey, Julian, hier! Hier, guck mal! Oh, hey, hallo, wer ist denn da? Oh nein, das ist Ashley. Oh, ja, hallo, du auch hier? Oh Mann, klasse. Oh, Julian, fährst du auch mit dem Schiff? Vielleicht können wir uns ja ein Zimmer teilen. Oh, das wird so klasse. Also wirklich, Ashley, beruhig dich doch mal. Du wirst dir das Zimmer nicht mit ihm teilen. Du wirst bei Mama und Papa schlafen. Hey, Julian, soll ich dich vorlassen? Willst du hier vor mir stehen? Hey, wir können hier nach vorne. Papa, wir können hier vorne. Wir dürfen, also Ashley hat gesagt, wir dürfen hier nach vorne. Kommt, los! Nein, Julian, ich wollte nur dich vorlassen. Julian, das machen wir nicht. Wir drängen uns ganz bestimmt jetzt nicht hier vor. Also, wir gehen wieder nach hinten. Kommst du bitte? Oh, Papa, weißt du, was das heißt, dass Ashley hier ist? Das heißt, sie will mich die ganze Zeit nerven. Oh, wenn ich am Pool bin oder was trinken will, dann ist sie auch da. Oh, ich hoffe, das Zimmer ist nicht neben unser. Ach, wir drücken jetzt einfach alle kräftig die Daumen. Das wird schon klappen. Ein bisschen Angst habe ich ja schon, dass das nichts wird. Aber, ach, wir müssen positiv denken. Na, hörst du die Mama? Zieh nicht so eine Miene, Julian. Aber Papa, was, wenn wir hier bleiben müssen? Und wenn ich drauf bin, muss ich mit Ashley wahrscheinlich spielen. Na, Julian, das wird schon, glaub mir. Also, ich habe jetzt etwas Rücksprache gehalten und, naja, es ist so, ein paar Familien können auf jeden Fall noch aufs Schiff. So, dann fange ich mal an. Kann mich jeder hören? Herr Eiskalt, wo sind Sie denn, Herr Eiskalt? Hier, das bin ich. Hier, ah, sehr gut, Eiskalt, sehr gut. Kommt mal nach vorne. Das gibt's doch echt nicht. Der hat ein Glück. Das ist doch der von der Eisdiele aus dem Einkaufszentrum. Der hat doch eh die ganze Zeit Urlaub. Der muss doch nicht noch extra aufs Kreuzfahrtschiff. Entschuldigung, ich habe einen sehr großen Koffer dabei. Lassen Sie mich mal bitte durch. Hey, Sie müssen wirklich nicht in den Urlaub. Können Sie mir nicht den Platz geben? Sie sind doch die ganze Zeit nur am Eis essen. Oh, das wird gar nichts genau, dieses Jahr. Genau, oh Mann, der von der Eisdiele darf in den Urlaub und wir müssen hierbleiben. Oh, das heißt, es gibt noch nicht mal Eis in Playmobil City. Wie blöd. Oh, Mann. Du, Claudia, also ich war ja kurz vorne und hab versucht, auf die Liste mal zu gucken und ich hab unseren Namen nicht entdeckt. Familie Vogel? Fünf hier, Personen, hier. Familie Vogel. Ach, das sind wir, los, Leute, oh, komm, yes. Nach vorne. Juhu! Hab's doch gewusst, dass es klappt. Aber wo bleiben Sie denn, Familie Vogel? Also sonst kommt gleich eine andere Familie aufs Schiff. Nein, hier sind wir. Wir sind das, Familie Vogel. Sie sind doch als allerletztes gekommen und Sie kommen jetzt als erstes aufs Schiff. Das kann überhaupt nicht sein, ich war vor denen hier, das ist mein Platz. Herzlich willkommen an Bord. Genießen Sie Ihren Urlaub. Ja, vielen Dank. Kinder, los, kommt, los. Nehmt eure Sachen mit. Oh, zum Glück ist das nochmal gut gegangen. Fast wären wir nicht auf das Schiff gekommen. Das wäre ein richtiges Ferienchaos gewesen. Jetzt geht erstmal der Urlaub los. Oh, ist das unser Zimmer hier? Oh, ist das groß. Oh, wir können wirklich froh sein, dass wir noch ein Zimmer bekommen haben, was groß genug ist für uns alle. Ich will auf jeden Fall hier oben schlafen. Ich nehme das Hochbett. Auf gar keinen Fall, das ist mein Bett, das gehört mir, runter da. Ach Julian, ich habe gehört im, oder auch sogar im Prospekt gelesen, dass die Betten, die hier unten im Schiff sind, das sollen die bequemsten sein, hm? Ha, dann gehört's mir auf jeden Fall. Oh, ist das bequem, danke Mama. Danke Mama, guter Trick. Na gut, dann bleibt ja glaube ich dieses Bett hier für uns drei, ne? Wieso interessieren sich eigentlich alle gerade für das Bett, Leute? Es wird jetzt nicht geschlafen, es ist doch jetzt die Willkommensparty, kommt ihr mit? Oh, eine Party, auf jeden Fall komme ich mit. Ich werde mich auch noch schnell ein bisschen stylen. Oh yes, direkt eine Party hier auf dem Schiff. Das wird klasse. Ich hoffe, es gibt was zu essen und viel zu trinken. So, Familie Vogel, seid ihr alle bereit? Dann kann jetzt der Urlaub starten. Moment mal, Emma, Julian, Hanna, wo ist denn Papa? Martin? Martin, schläfst du jetzt wirklich? Wir wollten doch nur ein bisschen Spaß haben. Wir müssen das doch feiern, dass wir jetzt Urlaub haben. Ach, komm schon. Ja, was? Schatz, ich war gar nicht am Schlafen. Ich will Schauspieler werden, deswegen habe ich gerade geübt. Ja, ja. Ah, ja. Und du bist drauf reingefallen. Oh, Hanna, also du siehst ja irgendwie ein bisschen anders aus. Oh, deine Haarspange. Ja, ich habe eine neue Haarspange drin. Schön. Die trage ich nur zu ganz besonderen Anlässen. Zum Beispiel heute, auf der Willkommensparty. Hier ist ja wirklich schon mächtig was los. Also Leute, oh, wir mischen uns unter das Publikum. Oh, und ich habe auch schon Frau Chillig und Herrn Chillig entdeckt. Also, Schatz. Auf unseren ersten Urlaub. Ja, oh, schön. Ich freue mich. Hallo, ihr beiden. Also, Sie beide. Was trinken Sie denn da? Hallo, Hanna. Wir trinken einen Kirschsaft. Möchtest du auch einen? Nee, ich glaube, ich nehme lieber Blaubeer. Mag ich lieber. Ach so, ja, gut, okay. Ja, Hanna, dann mach's mal gut. Ja, einen schönen Aufenthalt noch. Ja, einen schönen Urlaub. Dir. Ja, schön, Hanna. Bis bald. Und Frau Zahl, vermissen Sie schon Mathe? Also, ich war ja eigentlich ganz froh, dass wir jetzt Ferien haben, aber gesagt nicht, langsam würde ich auch mal wieder rechnen. Julian, junger Mann, also ich würde es ganz gerne so sehen, dass du erstmal bei uns bleibst, ne? Bevor ich dich hier noch verliere oder so und dann bricht hier wieder das totale Chaos aus. Also, du bleibst bei mir. Hey, Julian, hier, hallo, hier bin ich. Julian, komm. Oh, hey,
Ashley. Ich, oh, ich bin noch kein so Hund. Froh, dass du auch hier bist. Ja. Das war mein größter Traum. Ja, also, super. Ich habe mir das so gewünscht und jetzt bist du wirklich hier. Oh, ei, was sehe ich da? Ein verliebtes Ehepaar. Noch ein Kuss, dann ist Schluss, weil Ashley nach Hause muss. Das stimmt doch gar nicht, Emma. Oh Mann, ich bin sowas von gar nicht in sie verliebt. Oh, das wäre so schön, Julian, wenn wir ein Ehepaar wären. Auf gar keinen Fall. Also so wie es aussieht, möchte uns der Captain was mitteilen. Ja, herzlich willkommen hier an Bord. Ich möchte Sie nochmal alle hier begrüßen. Ich bin der Captain, der Kapitän. Und es tut mir leid, dass wir nicht alle Familien mitnehmen konnten. Aber ich glaube, fast alle sind jetzt dabei. Bis auf ein, zwei, glaube ich. Aber ja, das hatte auch seinen Grund. Das lasse ich nicht mit mir machen. Das wird doch Konsequenzen für Sie haben. Ich werde Sie anzeigen, verklagen, Mann! Und heute haben wir auch ein leckeres Pizza-Buffet für Sie. Sie können so viel essen, wie Sie wollen. Also all you can eat. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Warte, träume ich gerade oder ist es wirklich so? Aber bitte nicht kneifen, ich darf so viel Pizza essen, wie ich will. Oh Mann, ist das klasse. Hm? Ist jetzt etwa meine Halskette weg? Ich hatte doch gerade noch eine Halskette. Wo ist sie denn auf einmal hin? Schatz, bist du dir sicher, dass du die Halskette umhattest? Also, ja. Wirklich? Was ist denn hier los? Mamas Halskette wurde geklaut, oh nein! Oh. Martin, hast du das gerade mitbekommen? Was denn? Der einen Frau da, ich glaube, das ist Ashleys Mutter, der wurde die Halskette vom Hals gestohlen. Jetzt wirklich? Ja, eben gerade. Ich habe mir einfach eine ganze Pizza geschnappt. Vielleicht kann ich ja die Hälfte davon abhaben, aber nicht nur den Rand. Ja, Frau Zahl. Und am Anfang, da hatte ich ja echt Probleme mit den Mathelehrerinnen, aber dann kam sie und dann war echt alles ganz toll. Hanna, du, ich glaube, dein Vater ruft gerade nach dir, oder? Ja, doch, natürlich. Also du solltest lieber zu deiner Familie gehen. Schnell. Nee. Also Mama und Papa haben gesagt, ich darf hier einfach ein bisschen rumlaufen. Ich bin ja schon groß. Ich gehe dann einfach gleich wieder zu denen zurück, aber noch kann ich ein bisschen bei ihnen bleiben. Nee, Hanna, ich glaube, du solltest wieder zu deinen Eltern. Ah, guck, ich höre auch deinen Vater schon wieder. Hanna. Ja, hörst du? Jetzt geh bitte. Ach Mann, ruft mich jetzt Papa wirklich? Das war so lustig bei Herrn Zahl? Nee, Frau Zahl? Nee, wie heißt sie jetzt nochmal? Familie Chillig. Also, hat Herr Chillig das jetzt einfach nur gesagt oder hat mich Papa wirklich gerufen? Ah, Hanna schon wieder zurück? Da bist du ja wieder. Oh, ihr habt ja eine Pizza. Darf ich auch was abhaben? Ich war nur kurz bei meiner Mathelehrerin und dem Schulleiter. War ganz lustig. Hanna, Schatz, eine Sache. Du hattest doch eben so eine hübsche, goldene Haarspange. Wo ist die denn hin? Stimmt, die ist gar nicht mehr an meinem Zopf. Och Mann, dann habe ich die verloren. Schade. Ich sehe sie jetzt auch nicht mehr. Also, Sie sind sich sicher, dass das hier an Bord passiert ist? Ihre Halskette wurde gestohlen. Genau. Oh nein. Also, Sie müssen sich wirklich darum kümmern. Mir ist die Kette sehr, sehr wichtig. Das ist ein Erbstück. Sie meinen aber nicht die Kette hier am Arm, oder? Nein, das ist ein Armreif. Achso, tut mir leid, ich kenne mich da nicht so aus. Tut mir leid. Also, so wie es aussieht, haben wir hier jemanden, der klaut. Ein Dieb, ja, habe ich mitgekriegt. Julian, Hanna, kommt mal her, wir müssen was besprechen. Emma, was ist denn? Was ist denn, Emma, was willst du? Willst du noch eine Pizza haben? Kommst du dich an den Tisch dran oder so? Nein, es geht nicht um Pizza. Hier auf dem Schiff wurde was gestohlen. Und jetzt sind wir gefragt als Detektive. Julian, Hanna und Emma, das Dream-Trio. Oh, ein Diebstahl auf meinem Schiff? Oh, das wird gar nicht gut sein. Das wird gar nicht gut sein. Die Reisebüros möchten da bestimmt nicht mehr mit mir zusammenarbeiten. Wer könnte das gewesen sein? Ich weiß nicht. Irgendjemand hat der Frau die Kette gestohlen. Das ist Ashleys Mutter. Ich glaube, ich weiß, wer es war. Ich glaube, der Typ von der Eisdiele. Weil der hat ja so viel Eis, der muss ja mega reich sein. Ach, glaube ich nicht. Der hat doch überhaupt keinen Bist Schmuck du dir sicher? Ich glaube, der interessiert sich nicht für Schmuck. Vielleicht waren das die beiden Kinder da, die wollen ihr Taschengeld aufbessern. Wobei, die waren, glaube ich, die ganze Zeit nur beim Pizza-Buffet. Dieses Pärchen da hinten ist verdächtig. Die standen schon die ganze Zeit daneben im Pool. Aber, nee, ich glaube, die haben sich kein Stück wegbewegt. Vielleicht Herr und Frau Chillig. Aber Moment, ich stand doch die ganze Zeit bei denen. Nee, die sind nicht weggegangen. Die waren die ganze Zeit da. Leute, ich weiß, wer es war. Ich hab das Rätsel gelöst. Die Frau da hinten. Wo ist sie denn jetzt hin? Welche Frau meinst du? Meinst du die Frau da hinten, die mit den braunen Haaren? Das ist doch Frau Zahl. Nee, die ist das nicht. Die stand die ganze Zeit mit mir zusammen. Nein, ich meine die mit den roten Haaren. Die da mit den kurzen roten Haaren. Die müssen wir verfolgen. Ich glaube, die war's. Ach, ist das schön, Martin. Die Kinder sind beschäftigt und wir haben endlich mal Zeit für uns beide, Stimmt, es ist ein bisschen ruhig. Ein bisschen zu ruhig für unsere Kinder. Wo sind die denn eigentlich? Ich sehe die nicht. Haha, ich habe wirklich sehr, sehr viele tolle Sachen heute abgreifen können. Oh, hey, wie das funkelt. Da ist sie. Schick. Sie hat geklaut. Hey, Leute, kommt. Stehen geblieben. Bewegen Sie sich nicht von der Stelle. Sie sind umzingelt. Sie sind gefasst. Was wollt ihr denn von mir? Ich habe nicht geklaut. Das sind meine Juwelen. Wir haben sie die ganze Zeit beobachtet. Sie haben das gestohlen, ja. Und wenn sie nicht sagen, dass sie das waren, dann gibt's richtig Ärger.
Meine Damen und Herren, ich habe eine wichtige Mitteilung. Also dank dieser drei Kinder hier, wie war der Name noch? Julian, Hanna und Emma. Emma und Emma haben wir den Juwelendieb gefasst. Ja. Ach, das war doch kein Problem. Wir sind richtig gute Detektive. Wir haben es einfach total drauf. Kleinigkeit für uns. Also ich bin sowas von froh, dass meine Halskette wieder da ist. Oh, mein Herz, es ist mir wirklich in die Hose gerutscht. Aber jetzt habe ich sie endlich wieder. Oh, Julian, du hast das so toll gemacht. Oh, du hast die Halskette wiedergefunden. Julian, hier, hier. Sehr gut, Team Vogel. Team Vogel, wir haben das super gemacht. Was für ein anstrengender erster Tag hier auf dem Kreuzfahrtschiff. Und die Party war auch total aufregend. Mhm. Mama, Papa, also seid ihr nicht schon eingeschlafen? Ach, Julian, kannst du nicht auch einfach schlafen? Wir sind total müde. Ach, bitte keine Fragen mehr stellen. Aber Mama, ich bin doch noch gar nicht... Ach, gar nicht müde. Ich will noch... Hey, nicht schubsen! Oh, ich bin vom Bett gefallen. Oh Mann, auf dem Schiff zu schlafen ist schon echt komisch. Ja, aber hier stimmt doch irgendwas nicht. Oh nee, ist die Toilette übergelaufen oder was? Warum ist denn hier überall Wasser? Also irgendwas passt hier doch nicht. Claudia, hey Schatz, Claudia, einmal bitte aufstehen, hey. Oh, Martin, was ist denn? Es ist total spät, ich bin so müde. Ich habe tief und fest geschlafen, was ist los? Oh. Ja, siehst du das hier nicht? Was ist das denn? Ist hier irgendwie ein Rohr gebrochen oder so? Warum ist denn der ganze Boden nass? Also irgendwas geht hier nicht mit rechten Dingen zu. Meine Füße sind schon klitschnass, ich stehe mitten im Wasser. Martin, guck mal, da ist noch mehr Wasser. Ein richtiger Bach läuft hier in unserem Zimmer lang. Das gibt es doch nicht. Also, erst das Problem hier mit dem Schiff allgemein, dass wir nicht drauf kamen. Und jetzt hier sowas in unserem Zimmer. Also, da werde ich mich auf jeden Fall beschweren. Also, es ist wirklich mega viel Wasser. Ich habe das Gefühl, es wird immer mehr. Mhm. Merkt das denn keiner? Wir brauchen hier vielleicht mal einen Klempner. Weißt du was, Martin? Es ist zwar mitten in der Nacht, aber an der Rezeption müsste trotzdem jemand sein. Ich gehe mich jetzt beschweren. Ich möchte ein anderes Zimmer haben. Wir haben dafür bezahlt. Und du kannst schon mal die Kinder wecken. Also, da hat Claudia sowas von recht. Was ist das denn bitte für ein Zimmer? Also, das geht ja gar nicht. Hey, Emma. Emma, Schatz, aufstehen bitte. Oh, Emma, das ganze Bett gehört ja schon dir. Hey. Ja, und? Opa, was ist denn? Wo kommt denn das ganze Wasser her? Gehen wir unter? Oh, Rettungswesten. Ach, Emma, übertreib doch jetzt nicht. Hier ist bestimmt irgendwie eine Toilette oder so übergelaufen. Mehr nicht. Wobei, hier ist jetzt auch schon alles nass. Hey, Julian, Hanna, aufstehen. Hey, ihr beiden. Was ist denn los, Papa? Ist es nicht noch mitten in der Nacht? Ich habe gerade ganz tief und fest geschlafen. Warum weckst du uns denn? Wir haben doch Urlaub. Ich war gerade an der Rezeption. Da ist niemand mehr. Hier ist auch überhaupt gar kein Passagier mehr. Alle sind weg. Wir sind die Einzigen. Warte mal, Claudia. Was soll das jetzt heißen? Wir sind hier die Einzigen auf dem Schiff. Das geht doch gar nicht. Hier waren doch über 100 Leute auf dem Schiff. Was ist denn hier los? Ja, alle weg. Mama, wo sind denn alle? Das ist ja komisch. Ist hier alles hier weggefegt? Das kann doch nicht sein, Claudia. Sind wirklich alle weg hier. Was ist denn hier passiert? Hallo, ist hier jemand? Oh, das ganze Schiff gehört uns. Also so schlecht finde ich das jetzt nicht. Also hier, das ganze Buffet, das gehört ja jetzt uns, oder? Da kann uns keiner was wegessen. Ach du Schreck, selbst der Captain ist nicht mehr da. Wer steuert denn jetzt bitte schön das Schiff? Wir sind hier wirklich alleine, ein Geisterschiff. Nein, was ist, wenn wir wirklich untergehen, wenn das ganze Schiff evakuiert wurde? Hat man uns hier vielleicht vergessen? Haben wir alles verschlafen? Oh, das ist sowas von klasse. Ich kann ja jetzt hier den ganzen Tag im Pool chillen. Oh, und das alleine. Keiner wird mich stören, ich kann hier überall hin. Julian, bitte jetzt nicht in den Pool. Irgendwas ist hier passiert, aber was, das weiß ich nicht. Irgendwas passt hier doch nicht. Anna hat recht, das ganze Schiff ist irgendwie hier in Schieflage geraten. Was passiert jetzt? Martin, wo willst du denn hin? Willst du jetzt etwa das Schiff versuchen zu steuern? Das kannst du doch gar nicht. Nein, natürlich nicht, Schatz. Ich habe nur ein paar Rettungswesten hier organisiert. Also die sind noch übergeblieben. Perfekt. Ach, ich brauche keine. Ich kann doch schon schwimmen. Habe ich euch doch schon gezeigt. Quatsch. Emma, du ziehst jetzt sofort deine Schwimmweste an. Keine Widerrede. Das ist hier ein Notfall. Wirklich, es ist ernst. Yeah, das Schiff soll so bleiben. Damit kann ich noch viel schneller rutschen. Wow. Nein, stopp. Oh, ich wollte doch im Pool bleiben und nicht hier. Oh, das ist ja auch Julian. Julian, komm hierher. Wir haben hier noch eine Schwimmweste für dich. Das Schiff geht unter. Martin, was machen wir denn jetzt mit den Kindern? Stell mal vor, wir gehen mit dem Schiff jetzt unter. Was sollen wir jetzt bloß tun? Ach, Claudia, wenn ich das wüsste. Also, ich war noch nie in dieser Situation. Oh Gott, was machen wir nur? Leute, wie wäre es eigentlich, wenn wir dieses Boot da hinten nehmen? Also, das wäre jetzt so ein Vorschlag von mir. Ach, Julian. Ja, natürlich, das Rettungsboot. Aber warum habe ich nicht vorher dran gedacht? Martin, sei mal vorsichtig, wenn du jetzt das Boot holst. Nachher fällst du nach hin oder so. Es ist wirklich gefährlich. Papa, holst du uns dann? Sehr gut. Martin, konzentrier dich. Jetzt Ruhe bewahren. Oh Gott, wie sieht denn das Schiff aus? Oh, das geht ja unter. Hey, Papa, wir sind hier. Soll ich einfach springen? Ich kann das. Julian, bloß nicht. Nein, ich habe hier ein Seil. Das könnt ihr nehmen.
Ja, warte, warte, ich komme jetzt nach unten. Ich fühle mich wie Indiana Jones. Oh, war das cool, Papa, kann ich bitte nochmal, bitte noch einmal? Oh, Julian, jetzt nicht, das ist ernst. Kommt ihr dann? Oh. Wow, Emma, Kopf über, das ist ja richtig nice. Los, komm schon, komm schon. Ah, hilf, ich hab mich verheddert. Okay, die Kinder sind da. Claudia, Schatz, kommst du dann jetzt bitte, beeil dich. Ich bin fast ins Wasser gefallen. Oh, zum Glück ist nur meine Hose nass geworden. Es hätte viel schlimmer sein können. Ich kletter mal ins Boot. Gut, okay, wir sind sicher. Ja, und das Boot geht unter. Zum Glück sind wir da weg. Oh, was für ein Anblick. Wie kann denn dieses riesige Kreuzfahrtschiff einfach so untergehen im Meer? Stellt mal vor, wir wären da noch drauf. Gott sei Dank nicht. Wow, das sieht ja heftig aus. Papa, mach mal ein Foto. Hey, mach doch mal schnell ein Foto. Julia, nein, ganz bestimmt nicht. Ich habe doch auch keine Kamera dabei. Und Claudia, wir haben ja gar nichts mitgenommen. Unsere Sachen. Oh, und ich habe meine Puppe auch da gelassen und jetzt ist sie auf dem Grund des Ozeans. Tschüss. Oh nein, und mein Handy. Das war auch noch da drin. Dabei wollte ich doch Dave mal schreiben. Wie kann ich denn jetzt Dave Bescheid sagen? Oh, wir können wirklich froh sein, dass wir nicht auf dem Schiff waren und dass auch keine anderen Personen mehr da drauf waren. Jetzt müssen wir erstmal schauen, wie es weitergeht. Hanna, das Handy ist total unwichtig. Wir haben überlebt. Oh, Martin, wir schippern jetzt hier schon seit mindestens 5 Stunden auf hoher See. Und ich habe noch kein Land gesehen. Niemanden außer uns. Ja. Hier ist auch einfach wirklich gar nichts zu sehen, soweit das Auge reicht. Nur Wasser. Ach, herrje. Hey, guck mal, wo ich bin. Das ist hier meine kleine Höhle. Da darf nur ich rein, okay? Wenn ihr hier rein wollt, dann müsst ihr erst anklopfen oder klingeln. Ach, Julian, ich will doch gar nicht in deine Höhle. Da ist es bestimmt viel zu warm. Oh, mir ist so warm, Mama. Die ganze Zeit brennt die Sonne so. Und ich habe auch ein bisschen Hunger. Können wir nicht irgendwie zu McDonald's fahren? Martin, die Kinder, die nehmen das alles gelassen. Für die ist das, glaube ich, ein Riesenspaß. Aber ich werde langsam ein bisschen nervös. Wir brauchen irgendwie einen Anlegeplatz, einen Hafen oder irgendwas. Also ich glaube, ich träume. Also ich hoffe nicht. Leute, ist das da nicht ein Schiff? Könnt ihr es auch sehen? Hey! Und es kommt in unsere Richtung. Oh, perfekt. Hallo, hallo, hier sind wir. Das ist bestimmt die Küstenwache. Hallo! Das Schiff, was kommt, nimm die uns dann mit, weil hier ist es ganz schön eng und Julian macht sich total breit. Martin, vielleicht kannst du das Schiff ein bisschen drehen. Also das Boot, damit uns die Rettungscrew besser sehen kann. Hallo! Das ist schon ein paar Fans von mir zu sein. Hey, tut mir leid, ich habe leider keine Autogrammkarten dabei. Beim nächsten Mal vielleicht. Einfach weiter. Hey, stehen geblieben, hallo. Ja, das sind mal richtige Hardcore-Fans. Ja, hi. Ja, ich weiß, der neue Film ist ziemlich gut. Wir sehen uns. Oh, das gibt es doch gar nicht. Warum ist er denn einfach vorbeigefahren? Oh, Mann. Der hat uns gar nicht mitgenommen. Kannst du nicht das Tablet wenigstens hier lassen? Der hat nur gewunken. Das gibt's doch nicht. Oh, hey, komm zurück, hey! Oh, stehen geblieben! Och, Mann, das kann doch jetzt nicht wirklich sein! Ich glaube, das war vielleicht unsere letzte Hoffnung. Und sie ist einfach an uns vorbeigezogen. Oh, nein. Leute, okay. Keine Panik. Hoffnung stirbt zuletzt. Können wir jetzt mal langsam was essen? Ich habe ziemlich Hunger. Wir haben doch auch noch gar nicht gefrühstückt. Ja, Frühstück wäre eigentlich ganz gut. Vielleicht so Cornflakes. Wobei, Burger oder Pizza würde auch gehen. Ihr könnt euch eins aussuchen, ist ja egal. Cornflakes wäre aber auch in Ordnung. Pizza, Burger? Ich würde mich schon über eine trockene Scheibe Brot freuen und ein Glas Wasser. Wir haben gar nichts zu essen oder zu trinken. Oh, okay. Ich weiß, das ist ein bisschen komplizierter hier auf dem Boot mit dem Essen. Deswegen vielleicht was Einfaches. Pfannkuchen, wäre auch in Ordnung. Ich glaube, heute würden die Kinder sogar meine Spiegeleier essen. Papa, im Meer, da sind doch bestimmt auch Fische. Da können wir doch vielleicht einen Fisch angeln. Fischstäbchen machen. Ja, Fischstäbchen wird ein bisschen schwierig, aber ich könnte es ja wirklich versuchen, hier ein paar Fische zu angeln. Mit dem Seil vielleicht. Ich versuch's mal, auch wenn ich keinen Köder hab. Oh, das funktioniert wirklich. Guck mal, da kommt schon ein Fisch. Wo denn? Oh, du meinst doch nicht etwa... Oh, nee. Also so ein Fisch? Nein, danke. Kinder, das sieht mir nach einem Haifisch aus. Ist das nicht eine Haifischflosse? Oh, Papa, bitte. Das ist, wenn dann, ein Hammerhai. Den kenne ich doch. Habe ich schon einiges von gesehen. Ganz viele. Hoffentlich fressen die uns nicht auf. Ich verstehe gar nicht, was euer Problem ist. Hammerhaie sind doch ziemlich cool. Also ich kann die sonst nur im Aquarium sehen und hier mal in echt. Also nicht im Aquarium. Hallo, grüß dich. Also Julians Gelassenheit hätte ich jetzt auch gern. Ich habe ein bisschen Panik. Wir werden umzingelt von Haien. Oh, jetzt ist er wieder weg. Oh, danke, weil ihr so laut seid. Hey, wo bist du denn? Psst. Ah, oh, warum bist du denn so groß? Also die im Aquarium sind nicht so groß. Oh, Papa, los, ich will doch weg. Papa, schneller, bitte. Papa, ich versuch's doch, Mensch. Jetzt aber mal kräftig reingehauen. Oh, keine Haie. Wir wollen kein Haifutter werden. Könnt ihr noch was sehen? Sind sie jetzt weg? Ich glaube, wir haben sie abgehängt. Oh, gut gemacht, Papa.
ja, ich glaube, wir sind entkommen. Also, ich glaube, so kräftige Paddel habe ich noch nie in meinem Leben. Und mal gucken, vielleicht ist was an der Angelschnur. Ja, da ist was dran, aber ich glaube nicht, dass wir das essen können. Oh, cool, was ist das? Meerjungfrauenschleim? Oh, Papa, warte mal, vielleicht ist das Furzschleim oder so. Nicht wegwerfen. Oh, Kinder, nicht jetzt, ganz bestimmt nicht, das brauchen wir nicht. Oh, Papa, nicht wegwerfen. Martin, sei vorsichtig, lehn dich nicht so weit über das Boot. Nachher fällst du rein und wirst von den Haien gefressen. Oh Gott. Oh, wie lange sind wir jetzt schon hier auf dem Wasser? Ich hab gefühlt schon den ganzen Tag, ich glaube, 10 Stunden. Bestimmt schon 100 Stunden. Ich werde mal noch ein bisschen Ausschau halten. Vielleicht sehe ich ja irgendwo Land. Hey, guck mal, ist da hinten nicht irgendwas? Da! Oh, Johanna, tut mir total leid. Sowas habe ich schon mal im Fernsehen gesehen. Ich glaube, das heißt Fata Morgana. Wo denn? Also, oh, Hanna, tut mir leid, aber ich glaube, du hast dir das eingebildet. Ich sehe nichts. Hanna, ich kann ehrlich gesagt auch nichts sehen. Doch, da! Vielleicht war das nur ein Stück Holz oder sowas, im Wasser geschwommen ist. Da hinten! Ja, wartet mal. Ich kletter mal hier nach oben, dann kann halt ich besser Julian. Gucken. Hey, Julian, bitte, vorsichtig! Komm da runter! Oh, chillax, ich schau doch einfach nur. Wartet mal. Doch, ich sehe da auch was. Julian, jetzt komm endlich da runter. Siehst du, ich hatte recht. Da ist was, oder? Ja, stimmt, wenn wir ein bisschen näher kommen. Nein, oder? Ist das eine... Echt? Ja, doch, ich sehe da Palmen, natürlich. Ja, und Sand. Oh, vielleicht gibt's da eine Pizzeria, das wäre toll. Ich nehme eine mit Käse. Oh, und ich will sofort ein Eis. Am besten mit Waldmeister, Zitrone und vielleicht noch Erdbeere, ja. Vielleicht ist das ja Play Mallorca und dann können wir da noch ein bisschen Urlaub machen. Naja gut, also Play Mallorca ist das ganz bestimmt nicht. Aber immerhin haben wir jetzt ein bisschen Land. Das wäre doch toll. Dann sind wir gerettet. Oh, schon wieder du. Weg mit dir. Oh, der Hammerhai hat uns, glaube ich, verfolgt. Weg. Mama, hast gesehen, der Hammerhai ist jetzt da. Aber vielleicht hat er uns auch beschützt. Hä? Ja, genau. Der Hammerhai. Julian, hast du vielleicht vergessen, dass wir jetzt hier an Land gehen? Wir haben eine Insel gefunden. Das ist doch toll. Oh, ich werde als erstes am Strand sein. Ich komme. Emma, Schatz, warte. Sei doch vorsichtig. Hey. Und du, Hanna, freust du dich? Willst du gar nicht aussteigen? Ja, ich freue mich schon, dass wir eine Insel gefunden haben. Aber Mama, was machen wir denn jetzt auf dieser Insel? Hier ist doch nichts. Wir dachten ja vielleicht, es wäre Play Mallorca, aber hier ist weit und breit gar nichts zu sehen. Ich meine, immerhin gibt es hier Palmen. Also sonst hier unter der Sonne würden wir uns so einen Sonnenbrand holen. Und wir haben keine Sonnencreme natürlich. Ja, Martin, vielleicht kannst du die Palme direkt nutzen, um unser Boot daran festzumachen. Hier. Ja, natürlich. Super Idee, Claudia. Vielleicht brauchen wir das Boot ja nochmal. Ich mache es hier fest. Ach, das fühlt sich wirklich gut an, endlich mal was anderes unter sich zu haben als dieses Boot. Ach, der Sand, schön. Aber Urlaub ist es trotzdem nicht. Emma, wen hast du denn da? Oh, ich hab dir einen Freund gefunden. Hier, diesen Vogel hier. Emma, ich glaube, das ist ein Kakadu. Also, so heißt der. Ah, Kakadu. Das ist aber ganz schön langer Name. Ich nenne dich Kaka. Emma, ist das jetzt wirklich dein Ernst? Du kannst diesen Vogel doch nicht Kaka nennen. Also, soll ich dich mal Kaka nennen? Das ist aber nicht schön. Und was ist mit dir, Martin? Was schmollst du denn so? Es ist doch toll, dass wir jetzt eine Insel gefunden haben. Na, siehst du, Emma? Der Name gefällt ihm nicht, deswegen kommt er ja zu mir und nicht zu dir. Ha, na, wie schmeckt dir das? Das finde ich sowas von gemein. Du hast mir meinen Freund geklaut. Gib ihn sofort wieder her. Kaka, komm her. Ach, Emma, mach dir nichts draus. Manchmal suchen sich die Tiere ihre Besitzer oder ihre Freunde selber aus. Naja, passt ja bei Julian. Beides Vögel. Hey, das verstehe ich jetzt nicht. Ich dachte, wir sind alle Vögel. Wir sind doch Familie Vogel. Und dich nenne ich nicht Kaka, du heißt Manfred. Ja. Ach Leute, Trübsalblasen bringt hier jetzt auch nichts. Wir dürfen nicht traurig sein. Wir müssen hiermit arbeiten mit dieser Insel. Wir müssen hier überleben. Ja, überleben. Genau so kenne ich dich, Martin. Wir schaffen das, ja. Das wird schon alles gut gehen. Aber jetzt wäre es, glaube ich, ganz gut, wenn wir ein bisschen essen würden und was zu trinken irgendwie auftreiben. Ja, das wäre toll. Ah. Also die Kinder scheinen auf jeden Fall ihren Spaß zu haben. Vorsichtig, Julian, mit dem Vogel. Ich dachte, dass du noch gebissen wirst. So, wir schauen dann mal mit Mama, was es hier so auf der Insel gibt. Was Essbares natürlich. Wenn ihr was findet, ich hätte gerne einen Kakao. Das ist zwar nicht zum Essen, aber trotzdem lecker. Also Kakao für mich. Und für mich gerne einen Burger und eine Limo. Vielleicht Fanta. Und Manni, was möchtest du? Ja, selbstverständlich, natürlich. Wir sind ja hier im Lieferdienst. Wir gucken einfach, was wir finden, Kinder. Also ich glaube, die Kinder haben immer noch nicht ganz verstanden, dass wir hier auf einer Insel gestrandet sind. Auf einer einsamen, wo niemand außer uns ist. Wo soll ich denn jetzt einen Burger bitte herbekommen? Ach. Oh, Claudia, ich glaube, ich habe was gefunden. Ich meine, man kann doch bestimmt Schildkröten essen, oder? Keine Ahnung. Also, ich habe noch nie eine Schildkröte gegessen und stehen die nicht unter Artenschutz? Keine Ahnung. Wie soll man sowas zubereiten? Ah, toll, das wird sowieso nichts. Ich glaube, die Schildkröte hat uns gehört. Die haut ja jetzt ab. Ah, warte, dieses pinke Federvieh. Ja, das können wir doch essen. Meinst du den Flamingo? Ich habe noch nie von jemandem gehört, der einen Flamingo gegessen hat. Och, guck mal, wie er mich anschaut. Ich sag dir, du gehörst mir. Komm her. Papa, was machst du da? Lass sofort den Flamingo los. Jetzt werde ich doch nicht so. Also, der Flamingo hier, das wird unser Abendessen, ja.
Martin, lass das lieber sein. Komm runter von dem Tier. Julian, Emma, kommt sofort hierher. Papa wrestelt mit dem Flamingo. Okay, okay, wartet. Kaka, du bleibst hier. Oh, jetzt habe ich selbst Kaka gesagt, aber dieser Name. Haha. Manni, du bleibst hier. Och, du armer Flamingo, du bist so wunderschön. Es tut mir wirklich leid. Also mein Vater meinte das nicht so. Es tut ihm wirklich richtig leid. Keine Schildkröte, kein Flamingo. Was sollen wir denn jetzt essen? Ich bin auch echt überfragt. Ich war noch nie auf einer einsamen Insel. Oh, ich glaube, ich habe mal eine gute Idee. Hier auf den Palmen wachsen da nicht auch Kokosnüsse? Hm, ihr könnt euch glücklich schätzen, dass ich so gut klettern kann. Das habe ich alles in der Kita gelernt. Da hole ich ein paar Kokosnüsse runter. Oh, Julian hat mich fast erschlagen mit so einer Kokosnuss. Oh, gute Idee, mein Junge. Aber wie kriegen wir die denn jetzt auf? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Ja, Applaus, Applaus. Wo bleiben meine Blumen? Hä? War wieder eine super Idee von mir. Hier, wir könnten doch Manni fragen. Vielleicht kann der das ja öffnen. Hey, komm schon, Manni. Manni, jetzt, der hört noch nicht auf mich. Also ich habe ihn noch nicht gut genug dressiert. Das muss doch besser laufen hier. Aber wir haben ja lange Zeit, glaube ich, hier auf der Insel. Ich glaube, das mit den Kokosnüssen klappt nicht so einfach. Ich versuch's mal vielleicht mit dem Angeln nochmal. Ja, das ist eine gute Idee. Vielleicht fängst du ja diesmal was. Hey, Claudia, guck doch mal. Das klappt sogar. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Guck doch mal, was für ein großer Fisch. Spitze, Martin. Ich glaube, so einen Fisch habe ich noch nie gesehen. Kann man die überhaupt essen? Keine Ahnung. Aber Schatz, ich habe gerade einen Lauf. Also mache ich weiter. Also langsam wird's aber Zeit. Also bei McDonald's geht das immer schneller mit den Burgern. Krieg ich jetzt mal Kakao? Na, ich glaube, mit einem Burger und Kakao, das wird nichts. Aber Fisch habe ich. Was sagt ihr dazu? Und ich glaube, eure Mutter wird euch ein leckeres Essen daraus machen. Oder, Claudia? Martin, wie soll das gehen? Ich habe kein Herd hier. Wie soll ich denn den Fisch zubereiten? Keine Ahnung, wir haben nichts hier. Ja gut, okay, dann gibt es heute halt Sushi. Mhm. Hey, Sushi? Was ist das denn? Ist das auch ein Burger? Nein, Julian, das ist kein Burger. Das ist roher Fisch. Das haben wir, glaube ich, noch nie gegessen. Oh, roher Fisch, Sushi? Nee, sowas esse ich nicht. Da esse ich lieber Sand und davon haben wir hier echt genug. So, Prinzessin und Giraffe, herzlich willkommen hier im Prinzessinnenschloss. Das ist ja wirklich traurig, wie Emma sich vorstellt, dass das ihr Prinzessinnen-Schloss ist. Ach, die Fantasie hätte ich irgendwie auch gerne. Oh, das macht so einfach keinen Spaß. Das ist kein Prinzessinnen-Schloss, das ist ein blödes Boot. Und das sind Kokosnüsse und keine Prinzessin und auch keine Giraffe. Ich weiß Bescheid. Voll doof hier. Martin, alles in Ordnung mit dir? Du starrst schon irgendwie seit Stunden die ganze Zeit nur auf das Wasser. Ach, Claudia, ich denke einfach an unsere Luxusvilla, an unser Zuhause, an Playmobil City, an meine Freunde, an unsere Familie. Wie gerne wäre ich jetzt einfach nur zu Hause. Martin, jetzt lass den Kopf nicht hängen, wir werden schon irgendwie nach Hause kommen. Das schaffen wir, haben wir doch gesagt. Ach Claudia, in Playmobil City vermisst uns doch niemand. Also keiner wird nach uns suchen, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber natürlich, Martin, deine Arbeitskollegen von der Feuerwehr, die Kita, die Schule, die Eltern, unsere Freunde, alle werden nach uns suchen. Die haben doch wohl gemerkt, dass wir nicht mehr da sind. Manni, jetzt hör mir zu, Manni. Also, du bist jetzt ab sofort eine Brieftaube und du musst jetzt eine Nachricht überbringen, dass wir hier auf dieser Insel sind und die sollen uns retten, bitte. Ach, Julian, das klappt doch niemals. Hast du es nicht gemerkt? Das ist ein Kakadu, keine Brieftaube. Hey, du brauchst dich hier nicht einmischen. Such dir deinen eigenen Vogel oder du bist doch selbst ein Vogel. Hier, das ist meiner. Meinen eigenen Vogel? Naja, ich könnte es ja mit dem Flamingo mal versuchen. Hey, du, willst du uns vielleicht irgendwie helfen, wieder nach Hause zu kommen? Also nach Playmobil City? Och Mann, das klappt nicht. Julian, also, der hat da keine Lust drauf, der Flamingo. Kann ich bei dir mitmachen? Bitte. Du, Mama, also ich finde den Urlaub diesmal total blöd. Die anderen waren besser. Können wir jetzt endlich nach Hause gehen? Ach ja, Emma, der Urlaub ist wirklich nicht so toll, wie wir uns das gedacht haben. Wir werden bald abgeholt. Keine Sorge, das dauert nur noch eine Weile. Ich wünschte, ich wäre so wie Emma. Die weiß gar nicht, was hier vor sich geht. Mama, ich hätte mal eine kurze Frage. Kann ich jetzt endlich mal diese Rettungsweste hier ablegen? Bitte, die stört voll. Julian, die Rettungsweste bleibt an. Ich unterhalte mich gerade mit deiner Schwester. Das ist wirklich wichtig, dass ihr die tragt. Nachher kommt eine Welle und die reißt euch aufs offene Meer hinaus. Aber Mama, guck mal, das stinkt schon voll. Ich habe das voll richtig voll geschwitzt. Und das riecht nach Plastik und nach anderen Dingen. Ich will das nicht mehr. Oh, Julian, bitte stress jetzt nicht rum. Du behältst diese Weste auf jeden Fall an. Ist mir egal. Was ist das denn? Leute, guckt mal, was da am Strand ist. Ach, da wurde Gepäck angespült. Das sind ja Koffer. Wow, geht das jetzt uns? Wem gehört das? Ach, diese Tasche erinnert mich total an zu Hause. Die habe ich auch. Aber meine ist es nicht. Ach, Claudia, ist doch jetzt egal. Wir sind hier auf einer einsamen Insel. Schau jetzt rein. Oh Mann, was hier drin ist? Was ist da wohl drin? Komm, wir gucken mal rein. Schokoriegel. Ich hätte gerne ein paar Süßigkeiten. Das wäre toll. Wobei, bei der Hitze ist bestimmt alles geschmolzen. In der Tasche waren 400 Euro. Aber was wollen wir denn jetzt mit Geld anfangen? Oh, das hilft uns auch nicht weiter. Jetzt wirklich Geld auf einer einsamen Insel? Ach, genau jetzt. Also, okay, Geld würde ich eigentlich immer annehmen, aber hier auf einer einsamen Insel bringt das eigentlich gar nichts.
Ich habe Sonnencreme gefunden. Und ich eine Zahnbürste. Dann verbrennen wir alle nicht. Und wir können uns, glaube ich, alle eine teilen oder lieber doch nicht. Und ein paar Kleider waren auch dabei. Ich habe eine richtig coole Taschenlampe. Cool, die geht sogar noch. Emma, die Taschenlampe, die gehört dem Papa. Okay, wie ging das nochmal mit SOS? Ach, ich muss ein SOS-Signal hier absenden. Und wie ging das? SOS? Ah, es ist aber hell. Oh, toll. SOS, wir sind hier gestrandet. Hallo, Hilfe, SOS. Martin, Hilfe! Lass gut sein. Du machst das wirklich schon seit Stunden. Ja, aber es sind doch auch schon bald die Batterien leer. Probier es einfach morgen weiter, okay? Aber Claudia, soll ich hier einfach so sitzen und nichts machen? Das geht doch auch nicht. Sie sollen uns finden. Ich habe keine Lust mehr hier auf dieser einsamen Insel. Martin, ich verstehe das doch. Du hast dein Bestes gegeben. Du hast das wirklich toll gemacht. Aber ich denke, es reicht. Boah, ich bin schon ganz schön müde. Gehen wir jetzt endlich ins Bett. Ich habe hier diesen Koffer. Das ist wie mein eigenes Bett. Oh, also das Kissen hier ist gar nicht so schlecht. Ich meine, es ist zwar kein richtiges Kissen, sondern ein Rock, aber gar nicht so schlecht. Und ich habe auch noch nie auf einem Kleid geschlafen, aber fühlt sich gar nicht schlecht an. Ach Kinder, wie ich sehe, habt ihr es euch schon gemütlich gemacht. Ja dann, würde ich sagen, gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, Familienvogel. Sind alle am Schlafen? Ich glaube schon. Also die Rettungsweste, die geht mir sowas von auf die Nerven. Ich will die nicht mehr tragen. Wir sind doch hier am Strand, also da kann eigentlich nicht viel passieren. Hier ist nur Sand. Also ich leg die jetzt ab, ist mir egal. Oh, endlich ist das besser. Viel, viel gemütlicher. Mal gucken, von was ich träumen werde. Oh, hey. Hey, nicht kitzeln. Oh, Emma, Hannah, nicht jetzt. Ah, eine Schlange. Papa, Mama, Hilfe. Die Schlange will mich angreifen. Och Mensch, warum will mir denn keiner helfen? Hallo, Hilfe. Nicht du, hi. Hat Julian gerade irgendwas gesagt? Ich glaube, ich hab's geträumt. Ja, das hast du geträumt, Claudia. Schlaf mal weiter. Ich habe, glaube ich, noch nie so gut geschlafen. In einem Kleid am Strand. Ist noch jemand wach? Hallo? Ich bin noch wach. Ich habe auch richtig toll geschlafen in meinem Koffer. Das ist schon fast besser als mein Prinzessinnenbett. Wo ist denn Julian hin? Ist der auch schon wach? Keine Ahnung. Wo ist er hin? Und er hat auch seine Weste ausgezogen. Oh nein. Kinder, was ist denn los? Wo soll Julian sein? Julian ist weg. Die Insel ist doch klitzeklein. Ganz genau. Hier hat er gelegen, auf dem Rock. Und jetzt ist er nicht mehr da. Julian, wo bist du? Und hier ist seine Weste. Also ich habe ihm doch gestern klipp und klar gesagt, er soll diese nicht ausziehen. Das gibt Ärger. Was ist denn los, Martin? Warum regst du dich so auf? Weil Julian weg ist. Er ist wie vom Erdboden verschluckt. Oh, wo ist er hin? Oh mein Gott, Martin. Hat seine Weste nicht an? Was ist, wenn er ertrunken ist? Ja, vielleicht ist er ja bei Schlafwandeln und ist dann ins Meer gelaufen und dann natürlich ins Wasser reingelaufen. Julian, wo bist du denn? Julian, jetzt lass den Quatsch, du musst dich hier nicht im Boot... Julian ist gar nicht im Boot versteckt, Julian! Oh nein, nicht, dass der Hammerhai Julian gefressen hat. Der hat doch die ganze Zeit schon ein Auge auf ihn geworfen. Hey du Flamingo, mit dir rede ich. Hallo, hey, wo ist mein Sohn? Hä? Julian, wo bist du? Julian! Was schreit ihr denn so alle hier rum? Oh Mann, ich bin ja schon wach. Ich muss doch gar nicht zur Kita, ich will mal ausschlafen. Oh, Julian, du hast uns so einen Schrecken eingejagt. Was machst du denn da oben in den Palmen? Ich genieße die Sonne. Hä? Nein, ich wurde nachts von einer Schlange angegriffen. Ihr nicht? Und deswegen verstecke ich mich hier oben, weil die hier bestimmt nicht hochkommt. Oh, Julian, ich bin so froh, dass dir nichts passiert ist. Wie kann man denn nachts auf eine Palme klettern? Du bist echt sportlich. Oh, Julian, Gott sei Dank, du bist da. Ich dachte schon, dir wäre was Schlimmes passiert. Und jetzt wieder Weste an. Los! Oh, Julian, wir hatten echt Angst, dass du vom Hammerhai gefressen wurdest. Ja, oder ertrunken wärst. Bin echt froh, dass du noch lebst. Ja, dass ich nicht lache. Also eine einsame Insel kenne ich schon. Habe ich bei Minecraft schon mal ein paar Mal so gemacht im Überlebensmodus. Und Julian ist der Beste im Überlebensmodus. Ach, sieh mal einer an. Julian, der Überlebenskünstler. Dass ich mir das... Die Weste an, aber sofort. Was habe ich eben schon gesagt? Aber Papa, denk doch mal nach. Wie soll mich so eine Weste vor einer Schlange schützen? Hä? Sag mir das mal. Wir brauchen was Besseres. Oh, Max, ich bin so froh, dass wir es geschafft haben. Ja, von diesem Schiff runter. Wir sind gerettet. Uns geht's gut. Oh, Mama, wir mussten alles an Bord lassen. Meine ganzen schönen Klamotten und auch mein Laptop. Ach, Ashley, mach dir keine Gedanken. Das können wir alles wieder beschaffen. Und ich habe meine Halskette wieder. Die war mir so wichtig. Zum Glück ist sie noch um meinem Hals. Oh nein, und ich habe hier jetzt wirklich, glaube ich, was Schlimmes vor mir. Ich werd direkt abgeführt. Oh Mist, warum wurde ich nur erwischt mit dem Juwelendiebstahl? So, wir wurden hier hingerufen. Wo ist denn der Langfinger, hä? Der Juwelendieb? Ach ja, da sind sie auch schon. Ich mach mal lieber die Biege. Da ist sie, die Verbrecherin von meinem Schiff. Da ist sie, nimmt sie fest. So, meine Liebe, ganz, ganz ruhig. Sie sind verhaftet, auch wenn es nicht hier in Playmobil City geschehen ist. Sie sind trotzdem verhaftet. Aber ich habe nichts gemacht. Dieser Schmuck, der gehörte mir, wirklich. Ja, das können Sie dann dem Haftrichter erzählen. Sie kommen mit.
Braucht noch jemand medizinische Hilfe? Hallo, hier ist der Notarzt. Meine Damen und Herren, ist jemand verletzt? Braucht jemand eine notärztliche Untersuchung oder haben alle den Flug gut überstanden? Nein, nein, uns geht's gut. Wir möchten einfach nur nach Hause. Es ist toll, wieder in Playmobil City zu sein und das alles hinter sich gelassen zu haben. Gut, gut, aber eine Sache muss ich noch machen. Ich muss noch die Passagierliste durchgehen. Gut, dann fange ich mal an. Familie Vogel. 2 Erwachsene, 3 Kinder. Hallo, Familie Vogel. Verzeihen Sie, aber ich kenne Familie Vogel und ich sehe sie gerade hier nicht. Also beim letzten Mal habe ich sie auf der Willkommensparty gesehen, auf dem Schiff. Oh mein Gott, Mama, hast du das gehört? Familie Vogel wird vermisst. Also Julian Vogel, du weißt doch, der, in den ich verknallt bin. Oh Max, bitte nicht. Familie Vogel wird vermisst. Ich habe sie nicht gesehen. Wurden sie gerettet? Waren sie mit uns? Nee, sie waren nicht mit uns im Flugzeug. Oh nein, hoffentlich haben sie es überlebt. Oh nein, Familie Vogel wurde nicht evakuiert. Also das ist mir in meiner gesamten Karriere noch nie passiert. Oh, das wird einen Skandal geben. Na, vielleicht können wir ja von der Feuerwehr helfen, hä? Also wir Notärzte helfen natürlich auch sehr, sehr gerne. Okay, vielen Dank, vielen Dank. Also es geht um Martin und Claudia Vogel. Das sind die Eltern und dann noch 3 Kinder. Aber ich kann jetzt keinen Namen entdecken. Keine Ahnung, wie die heißen. Ich gebe das mal durch. Also nach dem Kreuzfahrtunglück der Panama werden insgesamt 5 Personen vermisst. 2 Erwachsene, 3 Kinder. Also ich kann nur hoffen und beten, dass Familie Vogel wiedergefunden wird, weil sonst werde ich mir diesen Fehler niemals verzeihen. Max, stell dir vor, wenn sie nicht Schatz, gerettet Anna, werden. Nein, das wenn wird sie schon. Ertrunken nein, sind. Nein, wirklich, nein. Das ist so furchtbar. Nein, alles wird gut. Was? Was? Wie bitte? Martin Vogel von der Nachbarwache? Ja, auch ein Feuerwehrmann. Ja, aber selbstverständlich, dann geben wir uns besonders viel Mühe. Kätzchen, Kätzchen, kommt ruhig rein. Onkel Stefan ist hier, um euch zu füttern. Mietz, 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 Mietz. So, ich habe einmal Trockenfutter und einmal Nassfutter. Ich wusste jetzt nicht, was ihr lieber esst. Samira und Simba und... Oh, ich sehe, ihr habt noch einen Freund mitgebracht. Naja, macht nichts. Alle sind bei uns willkommen. Ja, euer Onkel Stefan ist heute ganz besonders großzügig. Ach, und während die Katzen jetzt futtern, da werde ich mich ein bisschen gemütlich aufs Sofa setzen. Das ist mal so gemütlich bei Familie Vogel auf dem Sofa. Ach, perfekt, die Nachrichten laufen. Ja, die werde ich mal anschauen. Eine Eilmeldung. Das Kreuzfahrtschiff Panamera ist untergegangen. Die bitte, Familie was? Vogel wird vermisst. Familie Vogel? Familie, Claudia und Martin und ihre 3 Kinder. Ein Foto der Familie liegt uns leider nicht vor. Das kann doch nicht wahr sein. Familie Vogel wird vermisst. Martin, Claudia und die 3 Kinder? Oh Gott. Oh Mann, die brauchen ein Foto, damit die Suche richtig durchführen können. Ich werde sofort hier eins suchen. Oh Mann, irgendwo muss doch hier ein Foto sein. Haben die denn noch nie ein Familienfoto gemacht? Ach, perfekt, das ist gut getroffen. Julian zeigt sogar Claudia Hasenohren. Ja, typisch. Oh, das werde ich sofort dem Nachrichtensender zukommen lassen. Die müssen das überall auf Flyer und auf Plakate drucken. Wir wollen Familie Vogel doch wiederfinden. Hallo, Onkel Stefan. Also nein, Stefan mein Name. Ich habe hier ein Foto von der Familie Vogel. Ja, genau, der vermissten Familie. Das werde ich Ihnen sofort zuschicken. Och, ihr Kätzchen, ich glaube, wir werden noch länger miteinander auskommen müssen. Ob eure Besitzer wohl jemals wiederkommen? Oh, hoffentlich. Aber jetzt erstmal so schnell es geht das Foto zum Sender. Also das wird denen hoffentlich helfen. So, nun gut, Captain. Können Sie bitte noch einmal genau sagen, wo dieses Panamera-Kreuzschiff, Panama-Kreuzschiff untergegangen ist? Das Schiff ist genau hier untergegangen. Da müssen Sie das Wrack auch dann finden können. Na gut, das kreist ein bisschen den Suchradius ein. Küstenwache, genau. Die Panama ist untergegangen. Das wissen Sie bereits. Ich habe die genauen Koordinaten. Ich helfe, wo ich kann. Also, Familie Vogel muss zurück nach Playmobil City kommen. Also, wir wären dann auch da. Wo können wir denn helfen? Ach, perfekt, der Profitaucher. Sie brauche ich direkt beim Wrack. Also, los. Alles klar, ich bin einsatzbereit. Mal schauen, ob ich noch irgendwo auf Hinweise treffe, wo Familie Vogel abgetaucht ist. Und Sie brauche ich direkt bei der Küstenwache vor Ort. Wir werden das ganze Gebiet durchkämmen und durchforsten. Alles klar, gut. In Notsituationen sind wir eigentlich perfekt ausgebildet. Wir machen uns auf den Weg. Oh Mann, der Martin Vogel, das ist doch ein Kollege von uns. Wir dürfen niemals einen Feuerwehrmann im Stich lassen. Ja, und Sie können mir noch mal genauestens erzählen, wie ist das überhaupt mit dem Kreuzfahrtschiff passiert? Warum ist es untergegangen? Das würde ich jetzt gerne mal wissen. Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Sandra Schlagzeile und wir stehen hier gerade vor dem Haus der vermissten Familie Vogel. Ich werde mich mal ein bisschen umsehen und ein paar Leute befragen. Eieiei, hier sind echt viele Leute gekommen. Ob das wohl alles Freunde und Familie von Familie Vogel ist? Guten Tag, wer sind Sie denn? Ich bin Monika. Ich bin eine Freundin von Claudia Vogel. Wir kennen uns schon seit der Schule und es ist wirklich schade, was passiert ist. Wirklich ganz traurig. Hoffentlich kommen Sie wieder. Claudia, wenn du mich hörst, wenn du mich siehst... Wir werden es schon schaffen. Ja, wir freuen uns alle auf euch. So, ich werde mal weiterschauen. Wer sind Sie denn? Könnte ich Sie auch kurz befragen?
Ja, selbstverständlich. Ich bin Brigitte, die Erzieherin von Julian Vogel und auch bald Emma Vogel. Ach, die Kinder sind wirklich total süß. Drei Kinder haben sie. Die Große ist Hanna, die geht schon zur Schule. Und Julian kommt jetzt auch bald in die Schule. Ein richtiger Racker. Er ist wirklich ganz bekannt in der Stadt. Habt ihr gerade Julian Vogel gesagt? Julian Vogel ist mein bester Freund. Wir gehen durch dick und dünn und wir sehen aus wie Zwillinge. Julian, wenn du wieder da bist, dann werden wir wieder gemeinsam Skateboard fahren gehen. Ich zeig dir einen neuen Trick, den habe ich erst letztens gelernt. Ich möchte durch, ich will da durch. Hey, ich will auch noch was sagen. Bin ich jetzt live im Fernsehen? Also, Hanna, Hanna, ich liebe dich und ich vermisse dich. Oma und Opa warten dann auch auf euch. Ja, genau, wir warten auf euch. Also, mein Name ist Onkel Stefan, also Stefan. Ich bin ein sehr guter Freund von Martin Vogel. Und Martin, falls du mich hörst, wir vermissen dich. Wir halten hier die Stellung und wir freuen uns schon, dich bald wiederzusehen. Ach, das ist ja wirklich der Wahnsinn, wie viele Leute sich hier vor der Luxusvilla von Familie Vogel versammelt haben. So viel Rückhalt aus Freundschaft und Familie. Oh Mann, und es kommen immer mehr Leute dazu. Also die scheinen wirklich sehr bekannt und beliebt zu sein. Oh, prominenter Besuch. Also guten Tag, Raoul. Sie sind bekannt von Playmobil's Next Topmodel. Was machen Sie denn hier? Was ich hier mache? Hanna Vogel war doch die Gewinnerin von Playmobil's Next Topmodel Kids. Familie Vogel ist wirklich so toll. Das ist eine der bekanntesten und coolsten Familien hier aus der ganzen Stadt. Oh Mann, ich kannte diese Familie bisher nicht und ich wusste nicht, dass sie so eine riesengroße Fangemeinde haben. Ich habe sogar recherchiert, die Kinder haben einen eigenen YouTube-Kanal. Wow, also ich halte sie auf dem Laufenden. Kinder, also jetzt ist wirklich mal Ruhe. Wir wollen doch mit den Mathehausaufgaben weitermachen. Wer fängt mit Aufgabe 2a an? Julian, mach du das mal lieber. Ich habe Aufgabe 1 schon gemacht. Also in meinem Unterricht, da wird nicht geredet. Bitte melden. Oh Mann, wir sind schon viel zu lange auf dieser Insel. Ihr seid doch alle total verrückt geworden. Was für Mathehausaufgaben? Wir sind hier gar nicht auf einer Schule. Wir sind auf einer einsamen Insel. Ich krieg hier noch zu viel. Überall nur Sand und Wasser. Sand und Wasser, Sand und Wasser. Und dann noch diese Leute hier auf der Insel. Och, Mensch. Also ich hätte gerne eine Pizza mit Salami und viel Käse. Aber natürlich. Ich muss gerade noch kurz jemanden beliefern, dann bin ich wieder da. Oh, keiner kann mehr klar denken. Papa denkt, er hat einen Pizzadienst oder was? Och, das ist doch alles total verrückt geworden. Julian, was ist das denn für ein Verhalten? Du kannst dich doch nicht während des Unterrichts einfach hinlegen. Der Unterricht hat doch noch gar nicht sein Ende gefunden. Frau Mama, kann ich vielleicht in die Pause gehen? Es hat doch schon geklingelt. Ach, oh, habe ich gar nicht mitgekriegt, aber selbstverständlich. In 15 Minuten geht's dann weiter mit dem Unterricht bei Herrn Papa. Ich glaube, Erdkunde, oder? Mama, was erzählst du denn da? Wir sind hier nicht in der Schule, wir sind auf einer Insel. Ich verstehe gar nicht, was mit dir los ist. Eine Insel? Ach, Julian, du bist wirklich am Fantasieren. Das hier ist eine Schule. Eine Schule ist doch keine Insel. Vielleicht eine Insel des Lernens, genau. Guck doch, Julian, hier ist unsere Tafel und du bist mitten in unserem Klassenraum. Toll sieht der aus, oder? Mit den ganzen Regalen. Hier habt ihr auch euren Tisch, da könnt ihr euch dann dran setzen mit euren Stiften und Blättern. Also ich weiß überhaupt nicht, was dein Problem ist. Julian, gefällt dir unsere Schule etwa nicht? Wir sind doch hier in der Schule von Playmobil City und ich bin eure Lehrerin, genauso wie Herr Papa. Aber Mama, was erzählst du denn da? Nein, wir sind auf einer Insel und wir sind nicht in der Schule. Oh Mann, diese Sachen kannst nur du sehen. Oh, wir sind viel zu lange hier auf dieser Insel. Wir müssen endlich hier weg. Ach Julian, was hast du denn schon wieder? Genieß doch einfach mal die Pause. Komm, wir gehen runter. Vielleicht sind auch Steve und Sarah und Mia unten. Oh, Hanna, du auch oder was? Ja gut, okay, ich hab's eben schon gemerkt, aber so krass. Nein, es ist keiner da, nur wir sind da, nur Familie Vogel ist hier auf dieser Insel. Julian, nein, da vorne ist doch zum Beispiel Dave. Dave, ich komm gleich. Also, hier sind doch ganz viele Leute. Oh, Dave, du wirst es nicht glauben. Julian ist total verrückt geworden. Der denkt, wir wären auf einer Insel. Dabei sind wir doch hier in der Schule. Ist der blöd. Hanna, wo ist... Hier ist kein Dave oder irgendjemand anderes. Wobei, okay, Dave sieht tatsächlich aus ein bisschen wie ein Baum. Aber naja, das ist ein anderes Thema. Oh ja, Dave. Ja, lass dich umarmen. Du riechst heute so gut nach Kokosnuss. Ist das neues Parfüm? Du solltest dich wirklich ein bisschen beruhigen. Seitdem du aus der Kita raus bist, hast du wirklich ein sehr, sehr komisches Verhalten. Ja, genau. Ich habe hier ein komisches Verhalten und bei euch ist alles noch okay da oben in der Birne, ne? Mhm. Oh, Emma und Papa sind meine letzte Hoffnung. Hey, also Mama und Hanna, also ich glaube, denen geht's nicht so gut. Julian, tut mir leid. Ich habe jetzt keine Zeit darüber zu reden, weil ich muss gleich noch ein paar Pizzen ausfahren. Tut mir leid. Danach mache ich aber auch Feierabend. Versprochen, dann können wir darüber reden. Oh Papa, was denn für Pizzen mit? Wir haben doch hier keine Pizza oder irgendwie sowas. Also okay, ich habe zwar ziemlich Hunger auf Pizza, aber hier haben wir nichts. Psst, Julian, ich weiß, was du meinst. Was denn? Mir ist auch schon aufgefallen, alle sind verrückt geworden, oh, nur Gott wir sei nicht. Dank. Oh, Mann, toll. Die sind total am Durchdrehen.
Okay, also dir ist es auch schon aufgefallen. Okay, wir müssen irgendwas dagegen tun, aber ich weiß nicht was. Julian, du hast recht, wir müssen unbedingt was machen. Ja, aber lass was denn? Lass mich kurz überlegen. Okay, okay. Was könnte es sein? Ich brauche ein paar Minuten, Julian, bin gleich wieder da. Eigentlich kann ich auf meinem Karussell immer ein bisschen besser nachdenken als sonst. Also nach ein paar Runden auf dem Karussell habe ich immer richtig zündende Ideen. Dann weiß ich, was wir mit den anderen machen. Oh, auch Emma hat's erwischt. Naja, war auch irgendwie klar. Aber das kann doch nicht sein. Mama denkt, sie ist eine Lehrerin. Also die letzte Arbeit, die ist überhaupt nicht gut ausgefallen. Ich glaube, da brauchen ein paar Schüler Nachhilfe. Hannah hat sich in Baum verliebt. Ach, Dave, ein Kuss nur. Komm, ach, komm schon, Dave. Papa denkt, er hat einen Pizzalieferdienst. Ich glaube, die Tomatensauce ist mir ausgegangen. Oh Gott. Und Emma denkt, sie wäre in einem Freizeitpark. Oh, ich glaube, die Holzachterbahn, die ist gerade frei. Yippie! Das kann so nicht weitergehen. Familie Vogel braucht dringend Hilfe. Hilfe! Hört mich denn keiner? Oh Mann, ich habe hier keine Lust mehr auf der Insel. Wir sind hier schon ein paar Wochen. Hallo! Hilfe! 3-4 an Zentrale, 3-4 an Zentrale. Ich habe Sichtkontakt. Ich kann es kaum glauben, aber nach Wochen des Suchens haben wir jetzt endlich die Familie gefunden. Ich sehe sie direkt vor mir. Ich bin jetzt direkt über der Insel. Ich werde jetzt versuchen, die Familie zu retten. Oh Mann, träum ich? Bin ich jetzt verrückt geworden oder was? Ist das ein Helikopter da oben? Hallo, Hilfe, Hilfe! Hallo, Sie da unten, bleiben Sie bitte ruhig! Okay! Ich werde Sie jetzt einzeln hier hochholen in den Hubschrauber und retten! Hey, Leute! Hey, wir kommen jetzt endlich von dieser Insel! Ihr braucht nicht mehr so verrückt zu sein, hey! Insel? Ja, wir sind immer noch auf dieser Insel! Ich hab doch noch den Sand unter meinen Füßen, du hast recht! Oh, endlich, Mama, bist du wieder normal. Seit Tagen bist du total verrückt geworden. Aber siehst du da oben, da ist ein Hubschrauber und das ist kein Traum, das ist wirklich. Stimmt, Julian. Martin, Hannah, Emma, wir kommen hier jetzt weg, wir werden gerettet. Aber ich brauch doch noch Tomatensauce. Oh Gott, nein, ich bin, was für Pizzalieferdienst? Ich bin doch hier auf einer Insel. Oh, Gott sei Dank, endlich kommen wir hier weg. Nein, ich möchte nicht weg. Ich kann Dave doch hier nicht zurücklassen. Ich bleib bei dir, Dave. Mua. Ein Freizeitpark hier auf der Insel, das wäre auch ein bisschen zu krass. Jetzt kommen wir endlich hier weg. Ich freue mich auf meinen Kakao. Endlich, ja, endlich sind wir hier weg. Ich komme von der Insel weg. Oh Gott, dieser Wind hier auf See ist total heftig. Ich kann gar nicht mehr den Hubschrauber richtig kontrollieren. Oh Gott, meine Rotorblätter haben sich verfangen in den Palmen. Mayday, 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 ich stürze ab. Nein, das kann doch wirklich jetzt nicht wahr sein. Vorsicht. Achtung, Entdeckung. Ich habe keine Kontrolle mehr über den Hubschrauber. Oh nein, das kann doch jetzt nicht wirklich wahr sein. Das war unsere einzige Hoffnung, diese Rettungsaktion hier. Oh, kommen wir hier jemals wieder weg? Ja, Sandra, Schlagzeile nochmal hier. Mal wieder vor der Luxusvilla. Ehemals von Familie Vogel, aber ja, die Suchaktion ist leider fehlgeschlagen. Ein Helikopter ist nicht zurückgekommen. Also Familie Vogel, die wird wohl nicht zurückkommen. Ja, schade. Aber naja, ich will mal kein Trübsal blasen. Wir haben nämlich schon eine Nachfolgerfamilie. Also, hier die Nachfolger von Familie Vogel. Die sind bereit, auch hier in die Luxusvilla einzuziehen und hoffentlich auch viele schöne Abenteuer mit uns zu erleben. Herzlich willkommen in Playmobil City, Familie Legoff. Ja, Ach, danke. Ja, danke. Ja, ich bin der Marius und ich freue mich total. Ich bin der Vater der Familie und ich freue mich total hier auf Playmobil City. Und ich bin der Hannes. Ich bin jetzt frisch aus der Kita und komme in die Grundschule hier in Playmobil City. Und ich freue mich total und ich werde auch den Lehrern keinen Ärger machen. Und ich bin Julia. Also ich bin das große Mädchen hier in der Familie. Und ich bin ganz lieb und ganz süß. Und ich freue mich schon, mich in einen Jungen in Playmobil City zu verlieben. Ich bin Emil und ich liebe meine Geschwister und auch meine Eltern über alles. Ich bin das bravste Kind überhaupt und ich find's einfach nur toll, hier zu sein. Ja, und ich bin die Mama, Corinna. Und ich werde hier auf die Familie natürlich aufpassen. Ich bin ja, ich sag ja mal, das Familienoberhaupt mit meinem Mann natürlich. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben es gehört. Die neue Familie hier in Playmobil City, Familie Legoff. Wir freuen uns auf viele spannende Geschichten mit Ihnen. Also eine tolle Nachfolge. Also Kinder, freut euch da drauf. Willkommen in unserem neuen Heim hier in Playmobil City. Wollen wir uns das Ganze mal anschauen? Aber natürlich, mein Schatz, ab geht es jetzt in unser neues Zuhause. Oh ja, ich freue mich so, aber wir müssen vorsichtig sein. Bitte nichts kaputt machen. Ich bin schon gespannt, ob jeder von uns ein Zimmer bekommt, aber ich hätte auch kein Problem damit, mit meinen Geschwistern ein Zimmer zu teilen. Und ich werde direkt mit meinen Puppen spielen und ich werde sie taufen auf die Namen Julia und Hannes, weil das sind die tollsten Namen überhaupt. Na dann, Kinder, worauf warten wir denn noch? Ab geht's, unsere Luxusvilla.
Ach ja, ja, jetzt steht die Familie Legow. Früher stand die Familie Vogel. Aber naja, das Leben geht weiter. Ja, schade. Eigentlich traurig. Ach, ich freue mich einfach. Ich freue mich riesig auf ein neues, tolles Leben hier in Playmobil City. Ach, mein Herz geht auf. Okay, cut, cut. Wir sind fertig mit unserer Aufzeichnung. Ach, Mann. Ich bin echt ziemlich traurig. Also, was ich so über Familie Vogel gehört habe und über die Kinder, die waren wohl echt interessant. Ach, und das ist jetzt wohl alles vorbei. Oh, das ist ja ein Riesenhaus. Das sieht toll aus. Oh, diese Küche, die ist einfach nur fabelhaft, genau nach meinem Geschmack. Also diese Frau, die hier vorher gekocht hat für die Familie, die hatte wirklich Geschmack. Oh, und ich habe auch gehört, hier sind zwei Wohnzimmer in der Luxusvilla. Also das ist ja super. Oh, sollen wir nach oben, Leute? Ja, ich habe gehört, da gibt es dann ein Zimmer für uns. Vielleicht für uns alle zusammen oder vielleicht auch einzeln. Oh, Julia, ich finde, dieses Zimmer passt perfekt zu dir, ja. Oh ja, findest du? Darf ich wirklich dieses Zimmer? Ja, natürlich. Oh, danke. Oh, das muss wohl das Mädchen sein, was hier früher im Zimmer gewohnt hat. Hanna Vogel oder so? Aber naja, jetzt bin ich ja hier, Julia Legow. Und ich bin ja bestimmt genauso gut wie diese Hanna Vogel. Aber auf jeden Fall, Julia, du bist die Beste. Komm, Hannes, komm. Vielleicht haben wir auch ein Zimmer. Ich wünschte, wir würden uns eins teilen. Das wäre richtig schön. Oh, guck doch mal. Oh, das sieht ja echt klasse hier aus, dieses Zimmer. Ich glaube, das passt zu mir, oder? Super! Oh, und guck doch mal, also hier, der Junge vor mir, der hatte hier anscheinend ein Skateboard. Also ich kann kein Skateboard fahren, aber ich kann es ja lernen. Aber du musst es lernen, genau. Du kannst es bestimmt richtig gut. Oh, das ist ja toll. Eher ein Mädchenzimmer, aber damit kann ich leben. Sogar ein Prinzessinschloss und viele Stofftiere und Puppen. Ich werde euch alle Hannes und Julia nennen, egal ob ihr Jungs oder Mädchen seid. Hallo, herzlich willkommen, Hannes und Julia. Also ich freue mich richtig, dass wir hier in die Luxusvilla gezogen sind. Und ich finde, also wir werden hier bestimmt beste Freunde finden. Und ich meine, wir sind ja schon die besten Geschwister. Ich liebe euch. Ich euch auch. Und wir werden bestimmt richtig Tolles hier in Playmobil City erleben. Ach, Corinna, das wird hier eine tolle Zeit hier in Playmobil City. Ach ja. Und ich werde ja auch bald bei der Feuerwehr starten. Ach, das wird toll. Super. Aber bekommen wir jetzt etwa schon Besuch? Hörst du das an der Tür? Oh, es hat geklingelt. Nanu, die Tür ist ja schon offen. Wer ist denn da? Kinder, nicht lange, nicht durch. Achtung, ich bin als erstes hier. Endlich. Oh, endlich. Ich küsse dieses Haus. Endlich bin ich wieder zu Hause. Julian, du kannst doch nicht den Boden küssen. Wer weiß, wie viele Bakterien da ist drauf mir sind. Egal. Wir waren seit Wochen nicht mehr hier. Vielleicht sogar Monaten. Es fühlt sich nach Jahren an. Oh. Ich will sofort in mein Zimmer. Und weh, irgendwer kommt mit. Ich will ganz allein in meinem Zimmer sein. Das gehört nämlich nur mir. Also mir reicht's mit euch auf dieser Insel und dann noch mit euch ganzen Leuten da. Furchtbar. Ich will 5 Liter Kakao und meine Ruhe. Euch gar nicht mehr sehen, besser. Und ich küsse hier den ganzen Boden im ganzen Haus. Ist mir egal. Oh, bin ich wieder froh, zu Hause zu sein. Und oh, wo ist mein Tablet? Oh, hallo, junge Dame. Lass mich in Ruhe. Ich will mein Zimmer. Hm? Ist mir egal, wer du bist oder was du hier machst. Ich lass mich von nichts mehr abbringen. Ich will einfach nur in mein Zimmer. Hanna Vogel geht in ihr Zimmer. Oh, endlich habe ich dich wieder. Oh, mein Bett ist noch da, mein Schreibtisch. Und Pia, dir geht's auch noch gut. Und wer bist du? Ich bin Julia. Also, ach, du musst das Mädchen sein, was hier vorher gewohnt hat. Ich dachte, ihr kommt nie wieder. Na, das hättest du wohl gerne. Raus aus meinem Zimmer, bevor ich dich noch rausschmeißen muss. Oh, ja, Entschuldigung. Also, bitte nicht so aggressiv. Corinna, Schatz, also, wer sind diese Leute? Also, Marius, ich glaube, das sind die Leute, die hier vorher gewohnt haben. Ich dachte, die kommen nie wieder. Das Was wollen die denn auch. Hier? Das ist unser Haus. Oh, endlich habe ich dich wieder. Mein Hochbett, mein Skateboard, mein Tisch, mein Tablet, alles einfach. Entschuldige, was willst du denn in meinem Zimmer? Hä, was? Wer bist du denn? Wie in deinem Zimmer? Hey, das ist mein Zimmer. Oh, hallo, herzlich willkommen in meinem Zimmer. Du kannst gerne mit meinen Puppen spielen. Wir können zusammen spielen. Willst du mich veräppeln? Wer bist du überhaupt, du Knirps? Werd ich hier überhaupt reingelassen? Das sind meine Sachen. Finger weg! Wer sind Sie überhaupt? Und haben Sie uns etwa ersetzt? Was machen Sie in das unserem Haus? Das ist unser Haus. Wir haben das gekauft. Also uns wurde gesagt, das Haus ist leer und wir sind die neue Familie, die hier eingezogen ist. Die neue Familie in der Luxusvilla, genau. Aha, das wurde aber nicht mit mir abgesprochen. Familie Vogel ist hier die einzige Familie. Die einzige richtige Familie in Playmobil City. Martin, beruhig dich, das ist bestimmt nur ein Missverständnis. Schatz, das war aber so nicht abgesprochen. Ich weiß. Hey, also Papa, was ist denn in meinem Zimmer ist ein kleiner Knirps, er nimmt meine Sachen. Also wir können doch auch einen Kompromiss finden. Wir könnten ja alle hier wohnen. Ja, ich teile auch mein Zimmer. Familien also wir wollen niemandem schaden. Wohnen. Claudia, das geht so nicht. Wir können doch hier nicht mit zwei Familien leben, also bitte.
Also wir sollten uns vielleicht auch mal kurz vorstellen. Wir sind Familie Legoff und wir sollten hier in die Luxusvilla ziehen. Ja, die Familie Vogel. Wir freuen uns einfach riesig hier zu sein in Playmobil City. Eine tolle Stadt. Hä? Familie Legoff, das klingt doch wie Vogel rückwärts. So ein Quatsch. Also Mama, nach diesem ganzen Ferienchaos, ich will hier nicht mit den anderen zusammen wohnen. Ich will nur noch mit euch hier wohnen. Stimmt, das hört sich ja an. Naja gut, ich kann noch nicht lesen. Aber wichtig ist, ich möchte allein in meinem Zimmer sein. Ach, ihr Lieben, ihr habt's gehört, wir sind hier nicht willkommen. Ich meine, das ist schließlich auch das Haus der Familie Vogel, auch wenn niemand damit gerechnet hat, dass sie wiederkommen. Vielleicht sollten wir besser zurück nach Playmobil Country gehen, ja. Da hast du wohl recht, Corinna, Schatz. Also, naja, es ist ja auch irgendwie fair. Also, wir können ja hier nicht einfach das Haus hier für uns nehmen, obwohl Familie Vogel hier drinnen lebt. Das geht ja nicht. Naja, dann gehen wir halt nach Playmobil Country. Oh, jetzt haben wir es gezeigt. Familie Vogel ist zurück in der Luxusvilla. Yeah. Oh, ich traue meinen Augen nicht. Ich habe davon gehört. Ihr seid wieder da. Ich bin sofort losgelaufen. Herzlich willkommen zurück. Ach, Stefan, ich freue mich so sehr, dich zu sehen. Oh, oh, Martin, endlich. Ich habe euch so vermisst. Es war so schrecklich alles. Kinder, guck mal, wer da ist. Hey, Julian, du bist ja wieder da. Oh, hey, Leute, was macht ihr denn hier bei uns? Also, ihr könnt gerne hier bei uns zu Hause bleiben, kein Problem. Oh, Mann, klasse, ich freue mich, euch zu sehen. Julian, erzähl doch mal, wie warst du auf der Insel? Ihr wart ja ein paar Wochen da. Erzähl doch mal. Hast du mit einem Tiger gekämpft oder so? Julian, ich freue mich total, dich zu sehen. Und ich habe auch richtig gute Neuigkeiten. Wir sind zurück nach Playmobil City gezogen. Und wir gehen vielleicht sogar dann in eine Klasse. Auf jeden Fall auf dieselbe Schule. Oh, Julian, der Captain von dem Schiff, der hat euch total vergessen. Und ich bin so froh, dich wiederzusehen. Also, ich kann jetzt nicht glauben, dass ich das sage, aber Ashley, ich freue mich auch, dich zu sehen. Und das mit dem Captain, naja, was soll ich dazu sagen? Und Steve, nein, ich habe nicht mit einem Tiger gekämpft, aber mit einer Schlange. Fast. Endlich! Julian ist da! Yeah! Hanna, siehst du? Hanna! Hier unten! Oh, hey Leute, ich freue mich so sehr. Ich habe nie geglaubt, dass ich euch doch mal wiedersehen kann. Ach, lasst euch umarmen. Oh, Hanna, ich muss dich jetzt erstmal umarmen. Ich habe dich so vermisst. Ich dich auch. Und diesmal bist du es wirklich und kein Baum. Was? Ich bin so froh, dass wir wieder zu Hause sind und alle Freunde und die Familie, alle haben auf uns gewartet. Ich bin einfach nur glücklich. Mama, ist ja schön und gut, wir freuen uns alle. Aber wo bleibt denn jetzt mein Kakao? Darauf habe ich mich schon so lange gefreut. Also auf dieser Insel, da war das schon echt heftig und voll, bis wir auf die Insel gekommen sind, da hat uns ein Hai begleitet, der wollte uns angreifen. Mhm. Also das verstehe ich nicht. Die Haie im Aquarium, die sind doch eigentlich immer ganz lieb, aber gut, okay, der ist auch im Meer. War das auch ein Hammerhai? Oh Mann, Leute, ihr glaubt es nicht. Also ich habe schon angefangen, Halluzinationen zu bekommen. Und Dave, ja, wirklich, ich habe einen Baum mit dir verwechselt. Ich war sicher, dass du das bist. Oh Mann, Dave ist ja auch manchmal echt ein richtiger Holzkopf. Und ich meine, Bäume bestehen ja auch aus Holz. Deswegen ist das gar nicht so abwegig. Ahahaha, voll witzig, Pia. Aber du hattest gesagt, der Baum, der duftete wohl nach Kokosnuss. Das ist doch eigentlich gar nicht so schlecht. Ich dufte doch auch schön, oder? Na Emma, ich hatte schon Angst, dass du nicht in die Kita kommst, aber ich habe mich schon richtig auf dich gefreut. Toll, dass du wieder da bist. Was? Die Kita lasse ich mir doch nicht entgehen. Und wenn wir nicht abgeholt worden wären mit dem Hubschrauber, dann wäre ich eben zur Kita geschwommen. Ach, ich sag dir, das totale Chaos, das totale Ferienchaos, Stefan. Also da sind wir auf einmal wach und keiner ist mehr auf dem Schiff. Also wie geht das denn? Also ich glaube, das war genug Besuch für heute, oder? Vielleicht sollten wir Familie Vogel besser in Ruhe lassen. Die müssen sich erstmal von den ganzen Urlaubsstrapazen erholen. Urlaub in Anführungsstrichen. Okay, Leute, macht's gut. Ja, tschüss, Julian. Ciao, Julian, wir sehen uns. Ja, spätestens in der Schule sehen wir uns dann. Ja, ich ruhe mich jetzt erstmal ein paar Tage, glaube ich, aus. Okay, Hanna, ich bin dann auch weg. Aber keine Sorge, wir werden uns wiedersehen. Also nicht, dass du jetzt denkst, dass ich weg bin oder so, oder du. Also wir werden uns in ein paar Tagen wiedersehen. Ja, auf jeden Fall, Dave. Also das nenne ich ja wirklich mal wieder ein Ferienchaos bei uns. Das waren wirklich wieder Sachen, die vorgefallen sind. Ein richtiges Abenteuer oder ein Albtraum. Wir sollten uns wirklich davon erholen. Aber eine Sache muss ich da noch sagen, also irgendwie hatten wir jetzt keinen wirklichen Urlaub. Irgendwie ist das schon ein bisschen traurig. Naja, egal. Ja, Julian, da hast du aber auch recht. Aber gut, wir können es jetzt nicht ändern. Wer hat damit gerechnet? Naja, gut, okay, beim letzten Mal hatten wir auch ein bisschen Chaos und davor das ja auch. Aber dreimal in Folge, damit war nicht zu rechnen. Oh, ich find's auch richtig schade. Ich würde auch gern nochmal in Urlaub fahren, aber nicht mit dem Schiff. Dem traue ich nicht mehr. Also ich bin ganz froh, dass wir wieder zu Hause sind. Und deswegen gehe ich jetzt auch in mein Zimmer. Vielleicht ein bisschen mit Pia spielen. Naja, gute Idee. Ich glaube, ich gehe dann auch an mein Tablet. Subway Surfers wartet mal wieder auf mich. Und meine Puppen haben mich sicherlich auch vermisst. Es wird mal wieder Zeit für so eine richtige Gesprächsrunde mit viel Kakao. Naja, immerhin. Immerhin sind wir gesund und munter hier jetzt zu Hause angekommen. Vielleicht beim nächsten Mal. Oh,
Ich habe mein Zimmer so vermisst. Allein schon den Duft und es ist alles so schön. Viel schöner als auf der Insel. Ach, und Pia, ich bin so froh, dass es dir gut geht. Onkel Stefan hat sich gut um dich gekümmert. Also auf der Insel wäre es auch nicht so toll für dich gewesen. Da waren echt komische Tiere. Oh, Subway Surfers, wie sehr ich dich doch vermisst habe. Und hä, wer hat denn mein Highscore hier geknackt? Oh, wer? Oh, bestimmt Onkel Stefan. Oh, nein. Hä, was habe ich da an meinem Kopf? Oh, nee, bitte nicht Käfer von der Insel. Manni, was machst du denn hier? Ich glaube, du hast uns verfolgt, oder? Oh, Mann, du hast uns gefunden. Klasse, Manni. Oh, das ist ja super, aber meinst du, Playmobil City ist die richtige Stadt für dich? Na egal, also du kannst mich auf jeden Fall besuchen kommen und du kannst auch gerne hierbleiben. Kein Problem, du bist jetzt mein Vogel. Oh, Kaka! Ach, du magst mich ja sowieso nicht. Bist ja jetzt Julians Freund. Geht mich nichts an, ich gehe wieder in mein Zimmer. Ich habe hier meine Freunde, ich brauche keine anderen. Ich habe den Drachen und die Puppen und den Teddy und Frau Giraffe und die Kutsche und den Kutscher. Hallo, habt ihr mich vermisst? Ich hab euch so vermisst. Ich hatte gar nichts zum Spielen auf dieser Insel, außer Sand. Na gut, das war ganz okay. Also das war wieder was. Also ich bin auch ziemlich froh, wieder zu Hause zu sein. Und wer ist denn jetzt da an der Tür? Oh, Leute, bitte ein bisschen Ruhe. Oh, es ist uns eine Ehre. Also damit haben wir jetzt wirklich nicht gerechnet. Kommen Sie doch bitte rein. Ach, Herr Vogel, ich bin ja so froh, Sie zu sehen. Die bekannteste Familie aus Playmobil City. Da kommt doch gleich die Bürgermeisterin vorbei. Ja, wir freuen uns auch. Herzlich willkommen zurück. Kommen Sie doch bitte rein, stehen Sie nicht in der Tür. Claudia, Schatz, wir haben hohen Besuch. Frau Bürgermeisterin. Hallo, Frau Vogel. Was machen Sie denn hier? Ich meine, wir freuen uns, aber gibt's irgendeinen Anlass? Oh, so hoher Besuch. Ach, Frau Vogel, Ihre Geschichte ist durch alle Nachrichten gegangen. Die ganze Stadt hat mitgefiebert. Wir haben uns so Sorgen um Sie gemacht und wir sind so froh, dass Sie wieder da sind. Deswegen bin ich jetzt hier, um Sie persönlich wieder willkommen zu heißen, hier bei uns in Playmobil City. Ach, ja, das ist wirklich ganz nett von Ihnen. Es waren so viele Leute da. Unsere ganzen Freunde, Familie und jetzt auch noch Sie. Vielen, vielen Dank. Und ich hätte da auch noch eine kleine Überraschung für Sie. Wo sind denn überhaupt Ihre Kinder? Sind die auch da? Aber natürlich. Einen Moment. Julian! Emma! Hanna, runter! Was ist denn? Ich war gerade bei Subway Surfers, Onkel Stefans Rekord zu brechen. Ach, da seid ihr. Julian, Emma, Hanna, die bekanntesten Kinder hier aus Playmobil City. Und weil ihr dieses Jahr keinen richtigen Urlaub hattet, habe ich noch eine Überraschung für euch. Ich schicke euch in einen richtigen Urlaub. Oh, das wird ja klasse. Wohin denn? Aber nicht mit dem Schiff. Nein, nicht mit dem Schiff. Ihr werdet fliegen. Ich war früher Bürgermeisterin von Play Mallorca und deswegen habe ich da ein ganzes Hotel nur für euch. Und ihr könnt alle eure Freunde mitnehmen. Also ein richtig schöner Urlaub. Oh, es ist schön hier. Es ist wirklich gefühlt Jahre her, dass wir mal wieder richtig Urlaub gemacht haben. Ich find's toll. Das stimmt. Und dieses Hotel hier, da waren wir doch schon vor 2 Jahren, oder? Oh, ich find's immer noch herrlich hier. Gefällt mir wirklich am besten. Da hast du recht. Und das Wetter ist einfach wieder super. Und ich find's toll, dass unsere Freunde auch hier alle dabei sind. Ach, mein Schatz, auf richtige Flitterwochen. Ach ja, ohne Stress und ohne Katastrophe. Ich freue mich. Dave, nein, du bist kein Holzkopf. Das hat doch nur Pia gesagt. Ich glaub das nicht. Nein, ich hab keinen Holzkopf. Hier, siehst du? Au, das tat weh. Nein, ich hab keinen Holzkopf. Also so ganz kann ich das nicht glauben. Bei den ganzen Sachen, die du immer in der Schule machst, dann hast du vielleicht keinen Holzkopf, aber dafür ein Holzgehirn. Oh, total cool, dass du uns bis hierher gefolgt bist. Du magst mich schon ein bisschen, oder gibst du? Ne, Kaka? Siehst du, Julian, der mag mich lieber und außerdem ist sein Name nicht Manni. Entschuldigung, ich hätte da eine Frage. Also, wer ist denn in Zimmer 101? Zimmer 101, das müsste der Handwerker, dieser Stefan sein. Der hat dir auch schon alles im Hotel repariert. Mann. Alles klar, danke. Oh Mann, dieser Junge kommt mir irgendwie bekannt vor. War der nicht schon mal vor 2 Jahren hier? So, okay, Leute. Onkel Stefan ist in 101. Da gehen wir jetzt hin. Los, komm mit. Okay, ganz ruhig. Ich glaube, der ist am Schlafen gerade. Also, Julian, ich schau mich das nicht. Mach du das lieber. Ja, ich mach das auch. Ich klopf jetzt an und dann hauen wir alle ab, okay? So, und jetzt alle laufen. Los, weg hier. Sarah, Mia, los, beeilt euch. Wir müssen hier weg. Das war knapp und... Oh Mann, wo ist denn Mia? Hey Mia, los, beeil dich, los! Ja, also ich hab das nicht ganz verstanden. Ihr klopft und dann lauft ihr einfach weg, aber was wollt ihr denn von der Person? Ich verstehe das nicht. Da gibt's nichts zu verstehen, einfach nur weg da! Ja, ich komme! Och Mann, das kann doch wohl echt nicht sein. Gestern schon und heute schon wieder. Wer klopft denn hier immer und haut dann ab? Ich wollte mich endlich mal ausruhen, ein bisschen schlafen. Also langsam kriege ich zu viel. Ich reparier hier alles im Hotel und dann lassen die mich noch nicht mal schlafen, ständig klopfen und dann abhauen? Habt ihr das gesehen? Das können wir in den anderen Zimmern auch noch machen. Mal gucken, wer da ist. Oh, wobei, wartet mal. Da unten sind Pia,
Dave und Hannah. Oh, ich hab was vor. Ich glaube, ich komme hier an die Palme. Ja, ja, einmal kurz warten. Ich hole dir eine Kokosnuss. Julian, was hast du denn damit was vor? Was sollst du machen? Ja, keine Sorge, keine Sorge. Ich werde die da unten einfach nur ein bisschen erschrecken. Aber Julian, das ist eine Kokosnuss. Sei vorsichtig. Das ist wie ein Medizinball oder so. Ja, mach dir doch mal keine Sorgen. Ich bin Basketballer. Ich kann das perfekt. Ich werde schon keinen treffen. Mach dir mal keine Sorgen mehr. Also, du warst schon ein bisschen lange weg. Deswegen weißt du nicht, dass ich ziemlich gut im Basketball geworden bin. So, ich werde es jetzt ganz einfach machen. Ich werde keinen auf den Kopf treffen oder so, sondern einfach in den Sand. So, und los. Oh, oh. Au, sag mal, was habe ich hier auf meinem Kopf? Dave, ist alles in Ordnung bei dir, Dave? Alles gut? Oh Mann, wo kam denn die Kokosnuss her? Es ist doch gar nicht so windig. Hat die jemand geworfen? Voll auf die 12. Oh Mann, Volltreffer. Dabei wollte ich den auch gar nicht treffen. Naja, gut. Okay, wir sollten, glaube ich, langsam nach unten. Nichts sagen. Oh, ich habe das genau gesehen. Julian, das warst du. Das kannst du doch nicht machen. Oh, Dave, du Armer. Bitte steh doch auf. Alles gut bei dir? Och, du Armer. Also eigentlich wollte ich Dave nicht treffen. Das tut mir leid. Ich wollte das wirklich nicht. Ich wollte euch nur einen Schrecken einjagen, mehr nicht. Ach, Julian, alles nur wegen dir. Wegen dir gibt's das nächste Ferienchaos. Können wir nicht einmal einen normalen Urlaub haben? Musst du immer Chaos verbreiten? Oh, mein Kopf. Hannah, beruhig dich doch mal. Hier wird's kein Chaos geben. Das war doch nur eine Kokosnuss. Okay, tat ein bisschen weh, aber mehr auch nicht. Oh, Dave, dir geht's gut? Oh, super. Ich dachte, ihr beginnt das nächste Ferienchaos. Nein, mach dir mal keine Sorgen. Wir haben ja jetzt hier richtig tollen Urlaub mit unseren Freunden. Das wird richtig cool. Endlich mal ein vernünftiger Urlaub für Familie Vogel. Kein Ferienchaos mehr. Und jetzt haben wir alle viel Spaß hier auf Play Mallorca. Den Urlaub genießen. Was hast du gesagt, Kaka? Ja, ich denke auch. Bis zum nächsten Ferienchaos. Ich kenne doch unsere Familie. Das wird sowas von schief gehen, wenn wir nochmal in Urlaub fahren.